Gut, gut. Herzlich willkommen zu E-Mail. Hässlich, aber es funktioniert, behauptet der Martin. Das ist der Leira. Grüß euch. Ich mache jetzt schon ein bisschen länger E-Mail, so seit Mitte, Anfang Mitte der 90er. Da hatte ich noch so langes, wallendes Haar. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verflüchtigt. Mit verschiedensten Themen, verschiedensten Protokollen, verschiedensten Produkten. Ich will eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Also wenn ihr dann, wenn ihr mehr War Stories hören wollt, nachher bei einem Bier oder sonstigem Alkohol, viel Alkohol, Drunk, alles fein. Ja, also wir haben so ein bisschen... Darf man das sagen? Wir glauben ja, dass der Dschunk ausgehen wird. Wir glauben ja, dass wir Dschunkalypse schaffen. Also strengt euch an. Ja. Bitte? Nein, wir wetten nicht um Geld hätte. Der Peppi hat es schon kurz angedeutet. Ich bin so der, von den Zweien hier auf der Bühne, der eher so Fan von E-Mail ist. Da drüben sind noch ganz viele Plätze. Kommt so rüber. Ganz vorne in der Mitte auch, wenn wer will. Wir beißen nur auf Wunsch. Nur, ja. Aber dann. Aber ja. Wie gesagt, ich bin der, ein Fan von E-Mail ist. Fan von E-Mail. E-Mail ist doch super. Ich meine, das ist ein Produkt, ein Container, da habe ich alles drin. Meine Passwörter, meine Kommunikation, meine Dokumente. Das ist ein Versionsmanagement, weil ich habe die endgültig letzte finale Version des Abgabedokuments drinnen und dann noch die Revision dazu. Also die mit den Tippfehlern, die ausgebessert wurden. Genau. Also ich bin an und für sich ein Freund von E-Mail, nein, ganz ernsthaft, weil welches andere Protokoll, welches andere Produkt haben wir, mit dem wir föderiert ohne einer zentralen Stelle miteinander kommunizieren können? Da haben wir nicht viel. Wenn man... Ja, aber wie viele Leute haben Java und durch wie viele Firewalls geht Java durch? Mit einer E-Mail komme ich im Normalfall überall hin. Ich muss vielleicht das Exe zuerst in einen Jar packen, dass dann wieder in einen, dass es durchkommt, aber irgendwie geht's dann durch. Also ist super, ist fein. Ich bin ein totaler Fan von. Und überleg's mal, ihr könnt im Prinzip jedem Menschen auf dieser Welt eine E-Mail schicken, wenn du weißt, wie die Namen aufgebaut sind normalerweise. Also E-Mail ist wirklich super und ein total kommunikatives Tool. Das ist... Links von mir ist der McClemmon, der sieht das ein bisschen anders. Ja, ich bin auch schon alt, ich mache auch schon seit über 20 Jahren E-Mail und länger als mir lieb ist. Ich fürchte, ich werde das auch noch ein bisschen länger machen und das ist mir auch nicht so lieb. Ich bin persönlich der Meinung, dass E-Mail irreparabel kaputt ist. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass E-Mail zerstört werden müsste. Und... Wenn ihr jetzt noch der Meinung seid, dass E-Mail ja so praktisch ist, hoffentlich in 2 Stunden seid ihr dann auch meiner Meinung. Überlegt mal, warum wir 2 Stunden brauchen. Ja. Genau. Also das war mal so eine Schätzung. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hoffentlich werden wir fertig. Ja. Gut, eine Abgrenzung kurz, damit wir wissen, so, worüber reden wir mal nicht, dass das klar ist. UUCP. Wer weiß noch, was das bedeutet? Sehr gut. Also Unix to Unix Copy für unsere jüngeren Zuseherinnen und Zuseher. Genau. Obwohl UUCP wäre eigentlich neuer und jünger als E-Mail. 1986. Ja, haben wir vergeigt. Ja. Ja. X25 lassen wir auch links liegen. Wir reden über IP. Genau, ja. Wurde abgelöst. X400. Ja, wenn du so im Siemens-Umfeld bist oder so, lernst du noch ab und zu über den Weg, ja, aber so sehr legacy. Wertarbeit, ja. Genau. Darum ist es ja fast ein bisschen schade. Wer fährt denn noch eine Fido-Box? Gibt es noch wen? Gibt es noch Fido? Kein Fido-Net-Menschen? Wer hatte mal eine Fido-Box? Jawohl. Da stehen ganz viele Leute bei der Tür, könnten mal die noch einen Platz neben sich haben, die Hand heben. Wir haben, glaube ich, noch ganz viele Plätze, ja. Kommt. Danke. Ja. Na bitte, ihr kennt das Prozedere. Gut. Und was wir auch nicht mehr machen, Telefaksimile, außer... Ja, das ist der Punkt 1, du musst einmal ins Technische Museum gehen, um noch ein Gerät zu finden. Oder aufs Postamt. Oder aufs Postamt. Ja, was ist das? Wien am Postamt hat, ja. Ja. Genau. Die einzig coole Betriebsart da ist einfach Funkamateurinnen, Funkamateure, ja, G3-Fax. Da geht das noch, da macht das noch Spaß. Und worüber wir natürlich auch nicht reden, das ist der Kernreaktor im Keller vom MetaLab.
reden wir nicht drüber. Gibt's. Wir reden über Internet, E-Mail. Das Schöne ist, das ist eine Sportfunktion für euch. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr aufzeigen. Wenn wir müsst ihr auch aufzeigen. Ja. und ihr dürft jederzeit fragen. Also nicht erst am Ende, ihr dürft einfach uns jederzeit brutal unterbrechen. Bitte keine harten Gegenstände werfen. Wie machen wir das mit den Fragen? Sollen wir es wiederholen oder rennt wer mit dem Mikro? Wir wiederholen die Fragen. Gut. Gut. Wer verwendet denn noch E-Mail von euch? Die anderen sind schon eingeschlafen oder Lügner. Ja. Martin, der Funk geht an dich. Genau, hat also mir nicht geglaubt. Genau. Dieses Theaterstück hat mehrere Akte. Das ist der nullte Akt. Wir fangen natürlich korrekt zu zählen an. Wie funktioniert E-Mail heutzutage eigentlich? Simpel, also, oder? Wer weiß, wie E-Mail funktioniert? Grob. So. Ja. Wer glaubt? Ja, also Martha heutzutage ein Telefon, ein zweites Telefon, man schickt aufs Senden und dazwischen ist Magic. Ja? Achso, das war keine Faxe mehr. Nein, okay. Etwas moderner, also man hat da so ein Mobiltelefon, Magic. Und anderes Mobiltelefon macht Bing, da steht dann drauf, ich habe unendlich viele neue E-Mails. Und dazwischen, geht doch total schnell, ne? Ja, du schreibst eine Mail und dann rufst du, dann schickst du ein Fax nach, dann rufst du noch an und schickst ein SMS nach, ob er deine Mail schon bekommen hat oder sie, ne? Ja, okay, vielleicht etwas zu sehr vereinfacht, ne? Sollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ja, probieren wir es. Okay, das ist noch zu vereinfacht. Wir haben hier zur Linken, zu eurer Linken, die Autorin, Author, und auf der rechten Seite Rezipientin. Und dazwischen ist wieder Magic. Da gibt es, wenn wir von links beginnen, quasi als erstes Autorin schreibt, verfasst eine Nachricht, wird überreicht an den Mail-Submission-Agent. Der nimmt schönes die E-Mail, ja, reicht es an den nächsten Mail-Transfer-Agent weiter, dann können da noch viel more Mail-Transfer-Agents also sein. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch dann so 20 Hops für eine E-Mail und Zustelldauern so ein Tag, zwei Tage. Von einer Woche. Von einer Mail von Wien nach Wien oder Salzburg nach Salzburg. War durchaus früher. Damals hat man sich auch noch gefreut über E-Mails. Genau. Ja. Irgendwann kommt dann noch so ein Mail-Transfer-Agent und dann gibt es diesen Mail-Delivery-Agent, den MDA. Und von dem holt sich die Empfängerin dann das E-Mail auch wieder ab. Und wichtig, es gibt kein MDMA. Genau. Also, ja. Noch ein bisschen detaillierter. Zwei kleine Änderungen. Und zwar ganz links zu Beginn gibt es den AMTA, das ist der Authoring MTA, der Authoring Mail Transfer Agent. Das heißt, es ist der wegschickt. Und auf der rechten Seite gibt es den Receiving MTA. Ja? Das ist der E-Mails empfängt. Immer noch genehm. Und dazwischen ist Magic. Ich wusste, das funktioniert sehr schön. Immer noch Magic, genau. Was könnte denn jetzt so ein AMUA, der Authoring Mail User Agent, das ist das Maxl da unten, oder das Stickfigure? Geschlechtsagnostische Stickfigures. Könnte man aber eigentlich eine Umfrage, was könnte man eigentlich auch wieder Audience Participation machen? Strichpersönchen. Oder? Ja, Persönchen. Ja, genau. Was fallen euch so für Mail User Agents ein? Telnet? Ja. Da war jemand in Graz letztes Jahr. Telnet? Das TLS-Handshake schaue ich mir an. was noch? Matt und Pein, jawohl. Also ja. Mailprogramm. Kürzen wir es ab, weil sonst sitzen wir noch länger da. Mailprogramme. Ja, so Matt und Pein und ordentliches Mailprogramm. Ja, ein Webserver könnte das sein. So Kontaktformulare, ne? Monitoring-Lösungen. Monitoring, auch gerne. Die letzte Malware, die ihr euch eingefangen habt, die jetzt spammt. Ein Toaster mit NetBSD. Ein Kalendersystem, Ticketsysteme. Mailinglisten, ganz viel. Türschlösser, Webcams oder Honeypots. Auch die schicken E-Mails. Die empfangen manchmal noch E-Mails. Können wir noch einmal das Händespielchen machen? Da stehen schon wieder ganz viele Leute bei der Tür. Wer hat denn noch einen Platz frei? Wir haben noch ganz viele Sitzplätze. Kommt, wir beißen nicht. Und wenn es sich nicht ausgeht, vergeben wir Schoßkarten. Wir haben auch da oben noch zwei Plätze. Also. Ja, ich habe auch noch eine Hand. Ihr seid halt dann im Videostream, aber das müsst ihr aushalten. Gut, so, das heißt, jetzt sind wir eigentlich schon fertig, oder? Naja. Brauchen sich die überhaupt noch hinsetzen? Ja, das geht schon noch. Bissi geht schon noch. Gut, wenn das jetzt so dieser Authoring Mail Transfer Agent ist, so, woher weiß der wohin mit dem Mail? Vorschläge?
Ja, er schaut sich die Mail an, ne? Schaut sich das Mail an. Und zwar schaut er sich einen Header an, ja. und zwar, um ganz korrekt zu sein, den Envelope-Header. Genau. Weil so eine Message besteht ja jetzt nicht nur aus der Payload, also aus der Mail, die wir da verschicken wollen, sondern auch aus einem sogenannten Umschlag, Envelope. Mhm. Und die beiden zusammen ergeben dann die gesamte Message, die der Message Transfer Agent herumschickt. Aber der kleine Unterschied ist, auch wenn wir jetzt sagen, auch wenn wir jetzt von Umschlag und Brief reden, da hat das nichts mit dem Brief zu tun, wie wir ihn so landläufig halt so aus dem Snail-Mail, Papier und toter Baum und so kennen, sondern das Ganze ist eben wiederum nur vergleichbar mit der klassischen Ansichtskarte. Haben wir ja schon, glaube ich, als alle schon bis zum Abwinken gehört. Es gibt und gilt hier nicht das Briefgeheimnis bei der E-Mail, weil es ist im Prinzip alles Plaintext und mitlesbar ohne irgendeiner Hindernis. Wenn wir jetzt von einem Envelope-Header reden, dann reden wir eigentlich von diesem Teil hier, von also einer Postkarte, einem Brief, nämlich der Adresse. Also der Zustellinformation eigentlich, nicht? Das heißt, die MTAs sehen sich nur an, das Minimum an Information, was ich brauche, um diese E-Mail von A nach B zu routen oder weiterzuleiten. Das kann eben direkt sein, so wie es heutzutage eigentlich üblich ist, oder so wie es früher war, dass da halt, nein, ich weiß zwar nicht, wohin es geht, aber ich gebe das dem da drüben, weil der weiß, wie er das dann weiterrouten muss. Das Ganze ist relativ einfach, relativ schnell, aber das, was ich in die Payload, in die Message selbst hineinschreibe, die ganzen Absendeadressen, Mail, BCCs, CCs, also Kopie an und Blindkopie an, heißt das auf Deutsch, das schaut er sich für das Routing nicht an. Hier zählt nur das, was in den Envelope hineingeschrieben wird. Das heißt, der Mail-User-Agent, das Mail-Programm, langläufig benannt, setzt mir das, was ich in diese Absende- und Zustelladressen eintrage, in entsprechende SMTP-Kommandos und damit dann auch Envelope-Headers um. Das heißt, meine Absendeadresse gebe ich an mit dem SMTP-Kommando Mail from. Und daraus wird dann mein SMTP-Envelope-Header generiert, den dann der MTA zum Routing verwendet. Dasselbe gibt es dann für die Empfänger. Das heißt, alle Empfänger, egal ob ich die ins CC oder ins BCC, also in die Blindkopie hineinschreibe, werden SMTP-technisch dann wieder auf ein Receive-to-Kommando umgesetzt. Und das nimmt der Mail-Server, der MTA, her, um das Ding dann weiter in die Welt hinauszuschicken. Habe jetzt da noch was vergessen, aber das war so im Prinzip so ganz grobe. Im Wesentlichen sollte das genügen. Theoretisch weiß jetzt ein MTA, was mit dem Mail zu passieren ist und wo das hingehört. Das Ende des 0. Aktes. Akt plus plus. Magic. Das war jetzt so, der Ausflug zu den Envelope-Headern war quasi jetzt so der technische Anriss, wie das Ganze funktionieren muss. Ein paar Grundbegriffe mal wieder wiederholen. Ne? Ihr kennt das natürlich alle, ist aber auch schon wieder lange her. Ne? Was braucht man jetzt? Für den einen Gast nicht, der das alles per Telnet immer macht. Ja. Was braucht man jetzt so, damit diese Rumschickerei funktioniert? Die MTAs müssen ja irgendwie untereinander kommunizieren. Das tun sie über Protokolle. Standardisierte Protokolle. Genau. Da wäre zunächst einmal das Simple Mail Transfer Protocol. Das ist, wer weiß das Jahr zufällig, wann hat das angefangen? Davor war es nämlich nicht mal Simple, sondern hieß einfach nur Mail Transfer Protocol. Naja. Grobe Schätzungen? 87? Ja. Mehr, weniger? fast. Na. 1982. Ihr müsst jetzt nicht aufzeigen, wenn ihr später geboren seid. Ihr könnt natürlich, also wollt da niemanden. Wofür verwende ich das jetzt? Naja, also in diesem soziotop gemischter Software, die sich da in diesem Internet bewegt, wird SMTP für den Transfer von E-Mails oder Nachrichten zwischen MTA und MTA, und zwar ausschließlich dafür verwendet. Also von Mail-Server zu Mail-Server landläufig. Genau, das Idealbild. Und MTAs dürfen an sich nur Nachrichten annehmen, für deren Domains sie auch zuständig sind. Ansonsten wäre es ein sogenanntes Open Relay, Spammers Delight. Nein, nicht rappen. Nein. Auf SMTP reimt sich auch nichts. Also. Ja. Das heißt, ein
Authoring Mail User Agent, der jetzt mit einem Mail Submission Agent SMTP reden wollte, Konjunktiv. Nein, das geht so gar nicht. Das hat da nichts verloren. Es gibt also immer noch ein paar Produkte, die der Meinung sind, dass das cool ist. Es funktioniert im Normalfall auch immer, weil die meisten ihre Mail-Server nicht sauber konfigurieren. Ja, da gibt es Netzbetreiber, die das nicht so gut schaffen. Outlooking at you, Microsoft. Da gibt es ganz schreckliche Sachen. Was du jetzt vergessen hast, was mich jetzt sehr wundert ist, du hast zwar vorhin SMTP gesagt, was ist mit TLS, also was ist mit verschlüsselten SMTP? Naja, das Protokoll ist so alt, das gibt es an sich nicht wirklich verschlüsselt. Sehr traurig, sage kaputt. SMTPS, so mit implizitem TLS, gibt es eigentlich nicht wirklich, ist nicht wirklich definiert. Manche missbrauchen der Port 465, der ist von der IANA gar nicht dafür vorgesehen. Nicht mehr, ja, war auch irgendwie, ist auch über 10 Jahre her. Im Wesentlichen kommt da heutzutage hoffentlich StarTLS zum Einsatz. Sehen wir dann später noch. Was wäre der korrekte Weg, wie so ein Mail-User-Agent mit dem Mail-Submission-Agent redet? Submission hat nichts mit BDSM Unix zu tun, sondern ist eine leicht abgewandelte Form von SMTP-Protokoll, die eben zwischen User Agent und Submission Agent verwendet wird. Und der Peppi mag das deswegen, weil bei dem Protokoll ist zum Beispiel kein zwingender Fallback zur Plaintext-Kommunikation. Genau, also wenn ich serverseitig sage, bitte hier ist StarTLS und damit verschlüsselte Übertragung zu verwenden, dann ist das zu verwenden. Sonst passiert mit diesem E-Mail nämlich gar nichts. Welcher Port ist das? 587 TCP. 587 TCP. Ja, genau. Gelegentlich gibt es Leute, die wollen ihre E-Mails auch abholen. Völlig unverständliches Konzept für mich. Es ist zugestellt und damit danke, Widerstand. Also, halt, stopp, Frage. Frage, ja. Die Frage war, was ein Beispiel eines Mail-Submission-Agents wäre. Bitte? Ein Beispielprodukt. Postfix, Thunderbird. Exim, Mail-Submission-Agent. Achso, nein. De facto jeder Mail-Server heutzutage, jeder Mail-Server. Der Mails von Clients annimmt und nicht nur rein E-Mails relayed von Server zu Server. Also Postfix, Exim, Sendmail. Nein. Alle Programme entwickeln sich so weit, bis sie Mail senden können, außer Microsoft Exchange. Aber das ist eine. Nein, um deine Frage jetzt ernsthaft zu beantworten, im Prinzip jeder Mail-Server, das Problem, das du hast, ist, dass bei der Default-Konfiguration der meisten Mail-Server der Submission-Port per Default nicht aufgedreht ist. Das heißt, wenn du dir einen Mail-Server aufsetzt oder konfigurierst, musst du dir den Port dann noch dazu konfigurieren, zusätzlich zum 25er. Genau. Und dann halt bei der User Authentication, das heißt, weil da wir da nur Mails mit nach einer erfolgten Anmeldung entgegennehmen wollen, musst du dann halt auch noch die User Authentication. Nein, IMAP ist nur holen. IMAP ist nur holen, nicht senden. Ja. IMAP gibt es dann in der schönen Variante mit implizitem TLS, also mit impliziter Transportverschlüsselung für Port 993. Auf 143 gibt es das Ganze in Plaintext, das will natürlich heutzutage niemand mehr, außer drei Buchstabenbehörden, die sehr neugierig sind. Dort könnten wir prinzipiell auch StarTLS einsetzen, aber da ist es uns lieber, implizites TLS zu verwenden. Aber das Schöne ist, dann sind meine E-Mails... Ja. Ja, also der Einwurf. Ja. Wiederholst du es? Ja, ja. Also standardkonform wäre nur die StarTLS-Variante. Der Einwurf ist richtig, dass der explizite Port wäre deprecated. Kann man vortrefflich darüber streiten, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Ja. Genau, vor allem, wenn ich genau wissen, was Mail-Clients tun, wenn sie auf einmal kein StarTLS mehr sehen. Das Zeug ist wirklich kaputt und zwar an allen Ecken und Enden. Ach, jetzt mir tu doch nicht was. So. Das Schöne am IMAP ist, dass halt meine E-Mails überall konsistent in den Ordnern drinnen liegen, wenn ich sie irgendwo hineinsortiere, egal ob das der Laptop, das Mobiltelefon, der Kühlschrank oder sonst irgendein Gerät ist. Also genau, das synchronisiert theoretisch wunderbar miteinander. Genau. Also Mail Delivery Agent nach Receiving Mail User Agent. Ne?
Sehr schön. Auch aus den 80er Jahren, das klumpert. Pop 3 gab es auch. Interessiert eigentlich. Next. Kein Pop. Okay. Nein. War auch schon eine komische Musikrichtung, ja. Okay, lass mal das. Auch da gibt es wieder Supports. TLS, über Star TLS, ganz wichtig heutzutage. Da könnten wir eigene wochenlange Vorträge darüber halten. Nie den Peppi auf TLS anreden. Ganz, ganz schlechte Idee. Nie mich ohne TLS anreden. Nein. Dann nimmst du ja gar keine Mails mehr entgegen. Das ist ja dein Mailservice ja das sehr, sehr restriktiv. Mein Ziel. Ja, bei TLS, wir machen das mit einer ganz schnellen Ampel. Ihr wollt TLS 1.2 verwenden und an sich nichts Schlechteres mehr. Da es immer noch ein paar Mail-Server da draußen gibt und ein paar Mail-Clients, die kein TLS 1.2 können, sondern nur 1.0. Behörden. So, OS 10, iOS, kann alles nur TLS 1.0. Bleibt uns leider nichts anderes übrig, als zumindest auch ein bisschen miesere Krypto zu unterstützen. SSL V2 und V3 scheiden ganz aus. Da ist Punkt. Nicht mehr darüber zu verhandeln. Nein, aus SSL ist vorbei. Was braucht man noch? Technisch sind wir durch, weil die Mail ist im Prinzip von A nach B gewandert. Ja, Mails können wir transportieren. Nein. Wer kriegt denn jetzt Mails? Niemand hat dem Mail-Server, also dem Receiving Mail Transport Agent gesagt, an wen jetzt Mailadressen gehen. Wir haben Mailadressen. Du hast welche. Ich habe Mailadressen. Ja. Ich will ja gar nicht. Da gibt es das RFC 2142, das definiert so Standardadressen, die euer Mail-Server kennen sollte, so ihr ihn denn selbst administriert. Zum Beispiel. Ist es ein Should oder ist es ein Must? Das ist RFC 19 irgendwas, ja. Wo das definiert ist. Also Postmaster sollte es geben, wenn ihr irgendwelche SMTP-Services anbietet, was bei Mail-Servern gelegentlich vorkommt. Hostmaster, das ist die Person, die schuld dran ist, wenn die DNS-Einträge nicht richtig sind. Das heißt, wenn ihr einen Server im Internet hängen habt. Genau. Ganz super ist es, wenn die DNS-Einträge auf den Mail-Server nicht richtig sind, dann erreicht ihr nämlich die Hostmaster trotzdem nicht. und wenn ihr einen Webserver dazu habt, Webmaster, auch immer eine gute Idee. Und der Punkt ist, die Adressen sollten nicht nur eingerichtet sein, die sollten auch von jemandem gelesen werden. Ja. Derzeit noch von einer Person oder von mehreren Personen vorzugsweise. In ein paar Jahren können wir dann über KIs reden, aber... Ja. Und auch in einer gewissen Frequenz, die deutlich, also nicht so im Jahresintervall, sondern schon mal öfter reinschauen. Probier's aus. Also schau doch mal in deine Postmaster-Adresse hinein, was da so daherkommt. Auf meinen Mails sind erstaunlich wenig, aber ich will sie ja auch nicht haben. Das Thema behandeln wir jetzt ja dann auch noch. Genau, da kommt noch was dazu. Hudeln, du brauchst nicht zu hudeln. Doch. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, entspann dich. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, bei wievielten Slide wir sind, aber wir haben über 200 davon. Dezimal, keine Sorgen. Kein Hex. Abuse soll es geben. NOC, ganz wichtig, Security-Ad solltet ihr wirklich haben. Und auch für lesen. Den Fall, dass irgendwelche Menschen oder Bots oder so mal zufällig auf irgendwelche Sicherheitslücken bei euch stoßen, macht es ihnen wenigstens leicht, dass sie es euch mitteilen können. Es gibt, und das ist das meine... Manche Leute tun das. Wir meinen das ganz, 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 ganz ernst. Da gibt es ganz tolle und liebe Leute in den verschiedensten Zerts, die da sitzen, und wenn die durch irgendeine Aktion draufkommen, bei euch ist ein Problem, die schicken euch wirklich eine E-Mail und sagen, fix das doch bitte. Ja, wir helfen euch auch gern dabei. Da sind Infos. Das sind wirklich, wirklich so hilfreiche Leute, so wie es damals in den Ende der 80er Jahre war. Da war man hilfsbereit und hat den anderen Leuten noch geholfen. Da haben die Leute noch zusammengehalten. Ja. Genau. Also Security-Ad einrichten, wenn ihr ganz super drauf seid, GPG-Key dazu publishen und den Private-Key gut backuppen, aufheben, damit ihr die E-Mails nachher auch lesen könnt. Marketing, dafür gibt es auch. Also, wenn ihr eure Sales, Marketings und First-Level-Support Center beschäftigen wollt, genau. Gibt es auch eine RFC, was Marketing, man da so haben sollte. Gut. Woher weiß so ein Mail-Transfer-Agent jetzt, wie er den anderen Mail-Transfer-Agent findet? Ne, das hast du doch gemacht, das war das Magic. Achso, naja, wir gehen ein bisschen ins Detail. Da gibt es dieses Wegweiser-System im Internet. So das Telefon, Server mit blauen das Telefonbuch drauf. Des Internets. Nein, das keine Telefone mehr. DNS, da brauchen wir sinnvollerweise, machen wir zumindest einen Eintrag im DNS, damit die anderen Mail-Server unseren Mail-Server finden können. Aber was machst du jetzt, um einem Mail
User Agent zu sagen, mit welchem Mail Transport Agent er sprechen soll. Das sage ich der Userin oder dem User, sie sollen bitte beim Support anrufen, das Helpdesk kann ihnen das sagen, weil dafür gibt es keine DNS-Einträge, keine, die vorgesehen sind. Es gibt nur Mail-Server zu Mail-Server. Für alles andere sieht das DNS keinen expliziten Typ vor, wo ich einfach so mal blauäugig nachschlagen könnte. So, das wäre der Submission-Server, benutzt den doch. Ne? Genau, das muss man halt wissen oder steht in der Dokumentation. Doku, kennt das jemand? Schon mal gehört. Kennt jemand jemanden von der schon mal? Kennt ihr jemanden, der schon mal Doku geschrieben hat? Oder so? Genau. Aber das heißt... Ja, so Auto-Discovery-Dinge. Ja. Ja, aber nichts RFC-mäßiges halt. Ne? Ja, das ist alles. Gut, das heißt aber für die Kommunikation zwischen den MTAs, das heißt, dass mein, jetzt komme ich auch langsam durcheinander, mein Submission, mein Authoring Mail Transfer Engine, danke, wolltest du sagen? Ja, genau, danke. Ja. AMTA. Wir haben das geübt, Alter. Ja. Irgendwann schwirrt dann der Kopf. Also wenn mein AMTA wissen will, an welchen Mail-Server jetzt denn die E-Mail, die er jetzt gerade bekommen hat, zustellen soll, dann schaut er im sogenannten MX-Record nach. Genau. Der Mail-Exchanger, weil praktischerweise werden im DNS MTAs als MX bezeichnet. Hilft auch nicht wirklich. Aber es funktioniert prinzipiell. Kann man dann nachschauen. Also das Kernel, ist großer Font. Host-T MX für Easterhack und .eu. Gibt euch dann einen Hostnamen, der sich dafür zuständig fühlen sollte, E-Mails anzunehmen für diese Domain. Das ist sehr schön. Achievement unlocked. Ihr könnt jetzt Spam- und Phishing-E-Mails empfangen. Aus biologisch abbaubaren, recycelten Elektronen. Aus Bodenhaltung. Und ihr könnt natürlich solchen Spam auch senden. Toll. Hurray. Oder? Fertig. Schönen Abend noch. Ende des ersten Aktes. Sehr schön, oder? Ja. Wie geht's weiter? Zweiter Akt. Korrekt. Das müssen wir noch üben. Ja, das ist Magic. Organisatorische Infrastrukturdinge. Wir waren beim DNS, wir bleiben dabei. Bleiben wir noch beim DNS? Ja, bleiben wir noch beim DNS. Ja. Weil mit DNS kann man noch viel mehr machen. Viel praktische Dinge. Kann man. Komplizierte Dinge vor allem. Also, der MTA wird vom MX bezeichnet. Wenn ich den abfrage, schaut das dann so aus. Das heißt, easterhack.eu ist in dem Fall die Domain, für die sich jemand zuständig fühlen sollte. Der Domain-Part einer E-Mail-Adresse ist das nach dem Klammeraffen. Ja? Die Slide dürft ihr gerne für eure nächste Management-Präsentation klauen. Ja, ja. Da geht es darum, da wird irgendwas mit E-Mail gemacht und dieser Hostname sollte dafür zuständig sein und E-Mails annehmen und der hat eine Priorität, nämlich 10. So. Hausnummer, ne? Priorität 10. Was wäre jetzt eine höher gewichtige Priorität? Ja. Wäre jetzt 20 eine höhere Priorität oder wäre 5 eine höhere Priorität? Wer wäre für 20? Wir sind unnötig da. Wir hören uns den ganzen Tag, die wissen ja, ich das ja gesagt, alles. Mache, ja. Ja. Genau. Also je kleiner die Zahl ist, umso wichtiger fühlt sich der Mail Transfer Agent und Authoring Mail Transfer Agents versuchen diese Gewichtung auch zu respektieren und werden quasi von der kleinsten Zahl anfangen zu senden und schauen, wann sie das Klumpert loswerden. Wenn ich jetzt mehrere habe mit gleicher Priorität, dann nach gut Dünken Round Robin wird mal da, mal dort versucht. Das heißt, hängt von der Implementierung ab. Da habe ich auch schon böse Dinge erlebt. Hätte, du hast eine Frage. Nein. Ja, aber nicht da. nicht bei MX-Priorität. Und du kannst auch nicht Trollf eintragen. Genau. Dazu haben wir auch eine War-Story. Genau. Das Schöne ist, das muss ein Hostname sein. Keine IP-Nummer, genau. Kein CNAME. Also, wer jetzt zufällig mal mit Bind rumgespielt hat, so ein DNS-Server, so ein Wegweiser-Ding, da könnt ihr nachschauen, da steht dann halt in MX, also ein Internet-Eintrag, MX, Mail-Exchanger mit der Priorität 10, der Hostname und dann gibt es für den Hostnamen einen Quad-E-Eintrag, der auf die IP-Nummer zeigt. Yay. Das ist richtig, ne? Schön, dann funktioniert das. Die Time-to-Live-Einträge ignorieren wir jetzt mal, da so breit ist der Beamer nicht. Das wäre an sich ungültig, weil prinzipiell zeigt der MX-Eintrag zwar auf einen Hostnamen, der Hostname hat aber keinen Quad-A-Record, sondern einen CNAME, einen Canonical-Name. Also quasi so ein Alias-Name, der eigentlich wieder woanders hin zeigt. Das ist nicht zulässig. Funktioniert dann auch nur gelegentlich. Sehr spaßig zum Debuggen, wenn man nicht im DNS nachschaut. Gelegentlich schaut doch dort mal rein. Wenn das DNS so ausschaut, hast du Probleme. Kannst du Probleme haben.
kannst du Probleme, genau. Wir sind nicht ganz sicher, wann du Probleme kriegst, aber irgendwann. Also, das Problem ist nicht, also du kriegst Probleme. Die Frage ist nur, wann und wann kommst du drauf? ganz schlimm wäre das, MX direkt auf die IP-Nummer zeigen, dann könntet ihr eigentlich, also, diesen obskuren Sonderfall waren das, nein, lassen nein, wir das. Nein, das, nein, die, nein. Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert aber sehr wohl. Das funktioniert schon. Sollte noch jemand Legacy-IP einsetzen? Ja, lacht nicht. Da ist, also IPv4, ja. Genau, ja. Für die anderen. Ja, lacht nicht. Legacy-IP. Es gibt ein Draft-RFC, das IPv4 als Legacy-IP einstuft und der Default ist IPv6. Ergo, wenn ihr noch Legacy-IP einsetzt, auch damit funktioniert E-Mail noch. Und je nachdem, was ein Authoring-MTA sprechen kann, also aus Österreich werdet ihr prinzipiell nur Legacy-IP bekommen. In fast allen Fällen, ja, gibt es nur ganz wenig IPv6 schon. Die suchen sich dann das aus, was sie lieber haben und werden heutzutage wahrscheinlich meistens IP bevorzugen und nicht Legacy-IP nehmen. Wenn ich jetzt den MX-Eintrag weglasse, ganz fies. Was ist, wenn ich gar keinen MX-Eintrag habe? Kann ich jetzt immer noch E-Mails kriegen? Ja. Wer ist für ja? 20%. Wer ist für nein? Wer ist noch im Entscheidungsfindungsprozess? Wer möchte noch eine Mate? Bringt mir eine mit. Okay. Also so funktioniert das nicht. War natürlich gemein. Das darf nicht funktionieren. Nein. Das wird so 5821 im Zweifelsfall. Das würde schon funktionieren. Für @easterhack.eu. Denn SMTP sieht nämlich vor, wenn es keinen MX-Eintrag findet, dann schauen wir mal nach und machen einen Fallback auf Quad A oder E. Das heißt, ich krieg trotzdem E-Mails. Ich will doch gar keine E-Mails haben. Du bist zu arm. Ja. Wenn ich jetzt weniger E-Mail haben will, dann nehme ich den... Wenn seine E-Mail-Adresse will, mich nachher fragen. Teuer. wenn ich noch weniger E-Mail haben will, dann nehme ich den Legacy-IP-Eintrag raus. Nur mehr mit Fallback und IPv6. Ah, sehr schön. Ja, geht auch, ne? Geht auch. Ja. Aber es gibt ja noch... So, aber ja. Genau, so. Damit das Ganze aber sauber funktioniert, braucht man auch den sogenannten Reverse-Lookup. Genau, Pointer, den Pointer-Eintrag. Ne? Das, wer weiß, was ein Pointer ist, DNS? Okay. Für die Leute, die jetzt nicht aufgepasst haben. Genau. ein Hostname, ein Quad-E oder E-Eintrag im DNS zeigt von einem Namen auf eine IP-Adresse und der Pointer, der PTR, der zeigt in die verkehrte Richtung. Also der zeigt zurück. Im DNS-Eintrag würde das dann so ausschauen. Von der IP-Adresse zum Hostname. Genau. Das ist für Legacy-IP. Abfragen kann ich das Ganze dann, das hatten wir schon, ja. Kann man nachlesen. Und wenn ich jetzt V4 und V6 Adresse bekomme, dann kann ich bei V4 den Reverse Lookup machen, kriege ich den Hostnamen zurück. Das ist super. Bei IPv6 funktioniert das auch, schaut dann auch so aus. Ist ein bisschen länger, aber bin mir nicht ganz sicher, aber irgendjemand hat am Freitagnachmittag da noch drin rumkonfiguriert, bilde ich mir ein. Das heißt, wenn ihr jetzt euren Manager jetzt wieder mal beschäftigen wollt, dann bringt es ihm bei, wie man Lookup und Reverse Lookup macht und dann ist er den ganzen Tag beschäftigt, so, jetzt kann ich das abfragen, dann kann ich das, dann komme ich wieder den eintragen. Ganz schön, ja. Ja, stundenlang beschäftigt. Sehr, sehr schön. Wundervoll, wundervoll. Ja. Genau. Und so. Wenn das dann in beide Richtungen funktioniert, für V4 und V6, wichtig für A und Triple Quad A, ja. Einrichten. Ja. Und in beide Richtungen halt. Sonst habt ihr ganz viel Spaß am Gerät beim Debuggen. Weil dann geht das manchmal nicht, manchmal trotzdem und wenn ja, warum nicht? Ja, das kriegst du aber erst ungefähr 6 bis 8 Stunden später, weil die RFC ignorant sind beim Zustellen mit dem Gerät. Dazu kommen wir noch. Ja. Also, wenn das alles zusammenpasst, habt ihr einen FQDN, einen Fully Qualified Domain Name. Superschön. Da war eine Frage. Also. Der Ordnungsruf. Gut. Ich mag aber keine E-Mails. Und seit 2015 gibt es dafür eine Lösung. Im DNS. Ich finde das super. Das Problem ist allerdings,
SMTP sieht ja einen Quad-E und E-Fallback vor. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache halt keinen MX, dann kriege ich keine E-Mails mehr. Nein. Die Schweine machen ja dann immer noch über Quad-E oder E eine Zustellenversuch. Es gibt jetzt Zero MX. Die Endlösung für alle E-Mails. Priorität 0. Weniger als 0 geht nicht. Und Punkt ist kein gültiger Hostname. Das heißt, selbst wenn ein Mailserver das nicht versteht, das kommt nicht an. Ja, aber da bringst du wahrscheinlich wieder alle Exchange-Server zum Absturz. Das ist mir egal. Also, darf ich da dann mehrere MXen haben? Solange es alles MX0 sind, ja. Dann solltest du natürlich nicht einen MX0-Eintrag machen und dann noch irgendeinen anderen dazu, weil das ergibt irgendwie wenig Sinn. Wenn man sowas abfragt, sieht das dann wirklich so aus? Handled by Zero mit Punkt. Ich habe heute eine halbe Stunde psychologische Betreuung machen müssen, weil er kein Beispiel online gefunden hat. Das setzt anscheinend kaum noch jemand ein. Genau. Danke an The Security Fail. Ich habe keine Ahnung, ob die Person da ist oder sonst wo. Ich habe meinen Schrei auf Twitter gesehen und hat das auf einer Domain eingerichtet. Heute Nachmittag. Sonst hätte man das jetzt nicht gehabt. Genau. Der DNS-Eintrag ist frisch aus dem Ofen. Der ist noch warm. Ist ganz super. Ja? Das heißt, nächstes Achievement unlocked, Inbox Zero. Forever. Ja, das ist schön. Ja? Seit 2000, ganz neu. Wunderschön. Du willst E-Mails haben, oder? Es ist immer noch. Was gibt's noch? Wir bleiben beim DNS, da kann man viel Spaß damit haben. Sender Policy Framework. Schon mal gehört? Wer hat's denn schon im Einsatz? Wer kennt jemanden, der es im Einsatz hat? Das Raunen sagt mir, das mit dem DNS es macht Spaß. Ja, genau. Ja. Also. Wir hätten einfach nur einen DNS-Talk machen sollen. Ja, ja, genau. Also, Sender Policy Framework ist dazu da, dass ein Receiving MTA eine Hilfestellung bekommt, welche Authoring MTAs denn für eine bestimmte Domain überhaupt das wegschicken dürfen. Das heißt, wenn ihr so einen Eintrag macht, macht ihr das nicht für euch selber, sondern eigentlich für alle anderen. Beziehungsweise, dass alle anderen eure E-Mails lieber haben. Dabei werden die Envelope-Header überprüft. So ein Eintrag sieht dann ungefähr so aus. Es wird Text-Record hinterlegt. Der DNS-Eintrag. Das ist der DNS, der Texteintrag im DNS, so als Beispiel. Ist relativ einfach aufgebaut. Geht um E-Mails für die Domain example.com. Es handelt sich um einen Text-Record. Es ist die Version 1 von SPF. Das ist auch die einzige Version von SPF, die es gibt. Noch. Ja. Zukunftssicheres Protokoll also. Dann gibt es da zum Beispiel einen Netzblock IPv4, also Legacy IP oder einen einzelnen IPv4-Eintrag, einen IP-Eintrag. Und MX bedeutet, für diese IP-Nummern muss es einen gültigen MX-DNS-Record geben. Und wenn das nicht von dort kommt, dann... Genau, dann gelten sie trotzdem, weil da steht All und der Qualifier davor, das Minus, ist ein sogenanntes Hard Fail. Die Qualifier sagen, die Tilde ist Soft Fail. Das heißt, wenn das jetzt beim Überprüfen nicht stimmt, dann mach mal weiter. Dann überleg dir das mal, mach vielleicht einen Spam-Punkt drauf oder so, aber prinzipiell ist es immer noch okay. Hard Fail heißt, du darfst es jetzt eigentlich auch zurückhauen und abweisen. Und No Policy, so rein informativ steht das mal da, aber eigentlich ist es wurscht. Kannst du ignorieren auch. Also plus davor schreiben ist so Fleißaufgabe fürs DNS üben. Ja, oder mal prinzipiell so, ich habe noch nie einen DNS-Eintrag geändert, ich mache das mal mit Plus, weil dann ist nichts kaputt nachher. Genau. Und nicht auf die Seriennummer vergessen. Genau. Bei den Typen, die ich noch angeben kann, wir haben vorher das MX gehabt, ich kann da auch sagen, ja, für diese Einträge muss es eine, für die IP-Nummern muss es einen Quad-E oder E-Record geben, gemeinerweise steht da nur ein A, impliziert ist aber trotzdem auch ein Quad-E gemeint, also funktioniert auch für IP. MX eben muss einen gültigen MX-Eintrag dafür geben und All heißt, gilt auf jeden Fall, wurscht, ob es da andere Records dafür gibt. Ist schön. Geht eigentlich jetzt. Sind wir schon fertig mit dem Konfigurieren. Genau, das Schöne am SPF ist, bereits über 50% aller Domänen verwenden SPF. So grob, ja. Es ist jetzt nicht wirklich der große Aufwand, dass er den DNS-Eintrag machen, bringt man im Normalfall zusammen, auch wenn man nur ein Webinterface hat, um auf das DNS zuzugreifen. Da gibt es so Webgeneratoren, da tippt man einfach seine drei IP-Nummern rein und die machen dann das hübsch fix fertig, kann man copy-pasten. Sehr komfortabel. Genau. Dient aber eigentlich nur dazu, dass der Receiving MTA, also der RMTA, überprüfen kann, ob der Authoring MTA dafür berechtigt war, diese E-Mail überhaupt auszustellen. Ne? Dürfen die denn das überhaupt? Dürfen sie das überhaupt? Genau.
Ist das dann, zeigt dann der SPF-Record auf den MX? Der SPF-Record ist erstens ein Text-Record und der zeigt nur auf den Text. Ja, aber steht in dem Text dann der MX drinnen? Nicht zwingend. Nein, ein MX ist ja nur ein Receiving-MTA, aber kein Authoring-MTA. Nicht zwingend. Ist oft die gleiche Box, manchmal sogar dieselbe Box oder zumindest eine VM auf dem gleichen Cloud-Anbieter, aber können prinzipiell auch verschiedene Maschinen sein. Was gibt es da noch? Gegen den nächsten Punkt habe ich mich gewehrt. Den machst du. Ja, das den mache ich ganz gut. Ja. Sender-ID. Ja, ganz komisch. Die haben da so eine Idee von einer Purported Responsible Address. So ein Ding, das hat irgendwie so einen Versuch gegeben, die Probleme, die SPF hat, weil das ja nur Envelope-Header beachtet, zu verbessern. Da gibt es dann quasi auch wieder einen Texteintrag im DNS. Der heißt sinnloserweise SPF 2.0. Obwohl es kein SPF 2.0 gibt, das hat auch nichts mit SPF 1.0 zu tun, weil es heißt Sender-ID, aber aufgrund irgendeines Fails wurde das dann so genannt. Das kann entweder die erste Zeile sein, SPF 2.0 mFrom, das geht dann so Envelope from, das ist das gleiche wie der SPF-Record, also der 1, SPF-1-Record. Dafür bräuchte ich das gar nicht. Dann kann ich noch sagen, ich will diese Purported Responsible Address mit überprüfen. Dann müssen beide stimmen oder ich will eben nur diese, aber dafür sind mir die Envelope-Sender egal. Irgendwie verwendet das kaum jemand. Die Verwirrungen mit SPF1 sind sehr groß und das verwenden auch nicht wirklich viele Leute. Also ja, komisch. Lassen wir das. Ja. Ja. Wir haben es wieder der Foltervollständigkeit. Wir haben es versucht, ja. Wenn euch das begegnet, verwechselt nicht SPF 2.0 mit 1. Das hat nichts miteinander zu tun. Dann haben wir das Problem, dass ja sehr gerne Mail-Absendeadressen gefälscht werden. Da schreibt halt irgendwas in die Absendeadresse hinein und meint dann, damit kommt er durch, wenn er uns eine Mail schickt. Dagegen gibt es auch was, das nennt sich DKIM, Domain Key Identified Mail. Mhm. Danke. Schummelzettel sind groß. ist auch wieder sehr angenehm. Weil für mich als Sendenden kann ich damit definieren, ob eine E-Mail tatsächlich vom eigenen Mail-Server gekommen ist oder nicht. Und reduziert daher auch wieder das Abuse-Aufkommen auf der Empfängerseite dann wieder. Ne? Genau, auch auf der Senderseite, ja. Falls sich empfangende MTAs darüber beschweren, dass man ihnen Spam schickt. Immer schön ist auch, wenn man Spam von der eigenen E-Mail-Adresse bekommt und sich diesen Spam nicht selbst geschickt hat. Damit lässt sich sowas erkennen. Das behauptest du immer. Ja, ja. In dem Fall ist es so, dass der Authoring MTA einen sogenannten DKIM Signature Header hinzufügt. Der Signature Header kann bestehen meistens im Normalfall aus dem From-Feld. Man kann aber auch noch andere Felder hinzufügen. From-Header ist zwingend. From-Header ist zwingend. Da reden wir jetzt nicht von den Envelope-Headern, sondern von den normalen Mail-Headern. Das heißt, der Authoring MTA definiert, was signiert wird, signiert das Ganze dann kryptografisch und erstellt sogar einen Hash über den Body, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Das haben wir noch. Ja. und schickt das Ganze dann bei der Mail mit. Das heißt, ich kann dann auf der Empfängerseite überprüfen, ob das alles seine Richtigkeit gehabt hat. Und das Schöne ist, diese Signaturen überlegen wir auch das Relaying über mehrere MTAs. Das heißt, wie wir vorhin hatten, MTA, ne, komme ich da auch mit dem Ding auch drüber. Genau, das wandert einfach mit. Nachdem wir hier auch wieder Public-Private-Key-Encryption haben, hinterlege ich den Signing-Key mit dem das Ganze im DNS. Genau. Wir sind noch immer nicht bei der Konfiguration DNS, auf dem Mail-Server, wir sind noch immer im DNS. Genau. Ein Receiving Mail Transfer Agent, der checkt jetzt eben diesen From-Header und diese Signatur, die da mitgekommen ist, ob das zusammenpasst und ob das aufgeht. So, Signature schaut dann so aus, so grob. Das kann man jetzt da in der Ecke wahrscheinlich etwas wenig lesen. Es ist immer noch grün und kryptografisch. Grob überschaubar heißt das ungefähr so viel wie, es handelt sich um eine DKIM-Signature. Danke. Es ist die Version 1. Auch hier sind mir keine weiteren Versionen bekannt. Noch nicht. Der Signing Algorithm ist in dem Fall RSA mit SHA-256, also RSA für die Keys und SHA-256 fürs Hashing. Es geht um kreativerweise example.net als Domain. Von dort kommt das E-Mail angeblich her. Der sogenannte Selector heißt halt Brisbane, das ist einfach nur ein Name. Das ist der Selector, mit dem das Ganze im DNS gefunden werden kann, wo quasi der Receiving MTA zum Überprüfen dieser Signatur nachschauen muss, um sich das anzuschauen. Dann gibt es den sogenannten
Canonicalization Algorithm. Dankeschön. Bitteschön. Und zwar einmal für den Header, dann einen Schrägstrich und dann für den Body. Da gibt es zwei Einträge dafür, nämlich relaxed und simple. Relaxed heißt, dass der Receiving MTA das Mail ein bisschen umformatieren darf. Leerzeichen zusammenfassen, Zeilenumbrüche entfernen. Und solche Sachen. Weil manchmal werden halt E-Mails ein bisschen verwurschtet. Und nach dem Motto, wenn ich das jetzt, diese Verwurschtung zurückmache, dann müsste ich ja eigentlich aufs Gleiche kommen. Und wenn dort steht relaxed, dann darf ein Receiving MTA das quasi versuchen zurückzuformatieren, um auf den gleichen Wert zu kommen. Bei simple heißt das so, nö, ist nicht zulässig, du nimmst das so, wie es kommt, auf Gedeih und Verderb. Dann haben wir die Query Method. Wo kriegt jetzt so ein Receiving MTA überhaupt raus den Key und zum Überprüfen? In dem Fall DNS und da gibt es einen Text Record. Dann gibt es eine Länge, ne? Dann gibt es eine Länge, genau. Das ist so der Body Part. So viele Bytes sind es theoretisch. Dann gibt es eine Timestamp. Wann wurde denn das erstellt und wie lange gilt das Klumpert? Dann der Header. Eine Liste der Header, genau. Genau, da darf ich jetzt eben, da gebe ich jetzt an, was jetzt wirklich in dieser Header-Signatur verwurschtet wurde. In dem Fall haben wir eben mehr, da haben wir nicht nur das From, sondern auch das To, das Subject, State und Keyword-Felder. Also genau. Der nimmt da ein bisschen mehr dazu. Genau. Geschmackssache. From ist immer dabei, aber Authoring MTA sucht sich aus, was da mit hineinkommt und sagt halt auch, was da drinnen ist jetzt, damit der Receiving MTA sich das auch überprüfen kann. Dann gibt es noch einen Body-Hash, das heißt über den Mail-Body den Hash und die Signatur dazu, die mit dem Private Key vom Sending, also vom Authoring MTA gemacht wurde, in dem Fall BASE64 encoded. Die können ja alle das im Kopf jetzt quasi umdrehen. Ja, könnt ihr nebenbei machen. Gut. Soweit so klar? Grob. Also der Mail-Server signiert da etwas und der andere Mail-Server kann das dann checken. Mail-Programme, also Mail-User-Agents, zeigen euch das im Normalfall nicht an, weil interessiert euch auch nicht wirklich. Könnt ihr aber im Quelltext vom E-Mail nachschauen. Show-Header, Steuerung U. Apfel-U. Apfel-U. Ja, irgendwas. Gut, jetzt ist aber ein bisschen mehr notwendig, als nur den DNS-Eintrag zu machen. Das heißt, ich muss noch auf der Server... Entschuldigung, Frage? Ja, bitte. Ja, ich habe like questions. Ja. Could you please explain once again the Brisbane, so what this ID was? And after that, like, why do we need body hash and signature? Is this signature signing only the header? So. Also, die Frage war, was dieses Brisbane ist. Das ist einfach nur der Name von dem Text Record im DNS. Das haben wir hinten. Oh ja, ich glaube, da haben wir noch ein Beispiel dazu, glaube ich. Also, das heißt einfach nur jetzt Brisbane, da kann genauso gut Popokate Battle drinnen stehen. Oder Orchkatzelschwarf oder Osterhase. Das ist vollkommen. Es muss halt nur dann der gleiche Name auch im DNS drinnen liegen und damit zu finden theoretisch sein. Theoretisch könnte ich mehrere haben und. Ja. Genau. Und die andere Frage war nach dem, ich hoffe, ich erwische das jetzt richtig. Warum Bodyheader und Bodyhash und Signatur über die Header? Und was Signatur signiert? Im H-Eintrag steht drinnen, was in den Hash hineingekommen ist. Also from to, in dem Fall Subject, Date, Keywords. Diese E-Mail-Header wurden dort verwendet, damit genau. Eben dann der Empfänger das zurückrechnen kann. Genau. Und darüber wird der Hash erzeugt und das ist der signierte Hash dazu. Also quasi die Signature zu diesem Hash. Also Standardverfahren zum Signieren eigentlich. Also nix wirklich sehr Spezielles. Ja, das ist aber dann auch schon egal. Also. Kryptografisch ist das jetzt nicht so aufwendig. Jo. Gut. Das Zeug muss ich jetzt natürlich auf der Senderseite noch irgendwie. Also, ja, tschö. Ein X noch? Google DKIM Header? Okay, also. Zu Headern haben wir da noch was. Die sehen wir nie. Warum werden wir dann gleich später erklären? Also, nein, ich weiß jetzt auch nicht, was ein X-Google-DKIM-Header genau tut und wie sich der... Das ist vielleicht irgendein Hinting für Gmail oder so. Google macht seltsame Dinge. Oder sie waren wieder mal früher dran und haben es zuerst mit X-Headern gemacht. Ja, who knows. Aber
Klingt interessant, kann man sich anschauen. Setup. Setup. Das heißt, jetzt mein Mail-Server muss das Ganze jetzt natürlich auch irgendwo einmal in die Mail hineinbekommen. Also genau. Diese ganzen Dinge. Damit der Mail-Server, der Authoring-MTA weiß, wie signiere ich das jetzt eigentlich und womit und wieso. Unter Debian installiere ich mir dazu den Dkim-Filter. Überschaubare Komplexität, ja. Bringen wir gerade noch zusammen. Dann muss ich mir natürlich einen Key generieren. Ja. Auch das ist jetzt, sage ich einmal, Fingerübung mittlerweile. Der Private Key zum Signieren. Weil Keys erstellen haben wir ja die letzten Monate, Wochen, Jahre ja durchaus öfter geübt, ne? Ja, genau, so. Schon? Wer hat bei Heartbeat ein bisschen Keys erstellt nachher? Wer hat nur das Zertifikat erneuert, ohne neue Keys zu erstellen? Hm? Wer kennt jemanden, der noch nie was von Heartbeat Bienenwerk, got the T-Shirt. Genau, also wir haben einen Key. Wir haben einen Key. Aus dem Key brauchen wir dann... Den Public Key, den müssen wir uns natürlich rausmelken, weil OpenSSL da noch ein bisschen Schrott vorne und hinten dran schreibt. Genau. Und das Ganze müssen wir, und da sind wir jetzt beim DNS-Eintrag, dann auch dort hineinschreiben. Genau. Und das kommt jetzt da ins DNS. Da hätten wir jetzt natürlich Brisbane hineinschreiben können. Da hätte ich jetzt Brisbane hineinschreiben können, ja. Das wäre jetzt das, also Default 2016.03.25 ist jetzt Brisbane. Das wird den Menschen nie Sinn ergeben. Genau. Das klingt so nach Safe Word. Brisbane. Nein, nicht BDSM Unix. So. Wir haben jetzt für die ganzen Beispiele halt irgendwie Postfix genommen, weil das ist der, mit dem wir uns am wenigsten schlecht auskennen, hat der Pepe gemeint. Also ich, ja. Du machst ja nicht mal Postfix. Nein. Aber darüber sprechen wir genau. nicht. Genau. Also wir nehmen unseren $Editor und editieren die Main-CF und fügen dort einen SMTPD-Milter hinzu. Das ist es ungefähr und dann können wir diesen Filter auch schon konfigurieren. Das Wichtige bei dem Filter ist eben, dass wir ihm dann unten den Key angeben. Das heißt, die letzte Zeile, wenn ihr das aus den Slides später rauskopiert, müsst ihr bitte anpassen. Passt aber zumindest zu dem Key, den wir vorher generiert haben mit dem Namen. Und damit, und also nach einem Reload bzw. Neustart des Mail-Servers, des MTAs, sollte der dann automatisch DKIM-Signaturen an jede E-Mail anhängen. Also genau, das heißt, der Aufwand ist relativ überschaubar, sage ich jetzt. Genau, mal. Und ihr habt gerade allen Leuten, die von euch E-Mails empfangen, etwas Gutes getan. Die können nämlich überprüfen, dass sie wirklich von euch kommen. Schön. Yay. Was habe ich davon? Ja, du kriegst eh keine Mail. Genau. Das Schöne ist, DKIM und SPF, die vertragen sich miteinander sehr gut. Das ist wunderschön. Beides setzt auf DNS-Records, hat natürlich auch ein bisschen Schwachpunkte. Da gibt es noch Fragen, ja? Die Codebeispiele jetzt gerade waren für Postfix, ja. Aber das Zeug funktioniert auch mit Exim, Exim, Sendmail, you name it. Nee, nein, aber das halt vom Konzept her funktioniert es dort genauso. Wir haben uns jetzt mal auf Postfix konzentriert, weil eben damit kenne ich mich am wenigsten schlecht aus. Und Postfix verwenden doch gelegentlich zwei, und drei für Leute die, auch. Und für die XM-Config reicht die Auflösung nicht. Das ist ja, das kann man dann in den hinteren Reihen nicht mehr lesen. Gut. Problem ist dabei wiederum, wir setzen da auf DNS noch immer auf. Ist natürlich immer ein bisschen schwer. Schön ist aber, das Ganze funktioniert mit DNSSEC auch. Wer verwendet DNSSEC von euch? Wer von euch kennt jemanden, der schon mal seine Domain verschrottet hat aufgrund von falschen DNS-Records mit DNSSEC? Gibt es einen eigenen Ticker im Internet, der die Ausfallszeiten protokolliert? Also, sehr schön. Wer zu dem Thema mehr wissen will, schnappt sich irgendwie den Ray bei einem Bier oder zwei. Genau, falls der Ray Bier trinkt, Mate geht auch. Ja. Der kann euch über DNSSEC mehr erzählen. Ja, also DKIM zum Labeln von E-Mails und zur besseren Bewertung legitimer E-Mails bei Receiving MTAs und ihr tut da was Gutes, wenn ihr was wegschickt. Und wir sind noch immer nicht mit der DNS-Konfiguration DNS fertig. DNS geht doch mehr. DNS ist so universell heutzutage. Genau. Da kann man alles reintun. Weil jetzt haben wir zwar schon SPF und DKIM aufgesetzt und konfiguriert und das pfeift auch schon schön. Und jetzt haben wir aber noch, was dem Ganzen fehlt, ist natürlich noch ein schönes Reporting-Feature, weil wir brauchen auch Reports und Excel-Auswertungen und Statistiken und wir müssen unser Management reportieren, dass wir was gegen den Spam tun. Also genau. Am besten Kurven, die steil nach oben gehen. Und Pretty Graphs. Genau. Ja. Alle mögen in Farbe da. Und bunt. Ja. Ja. Dafür gibt es D-Mark. Ja. Ihr seht ja nicht meine Schummelzettel da. Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Klingt ungefähr so sperrig, wie sich's dann auch anfühlt.
Das Ganze setzt praktischerweise auf SPF und DKIM auf. Das heißt, wenn ihr die zwei habt, das wäre der nächste logische Schritt, wenn ihr mal ein verringertes Wochenende mit eurem Mail-Server verbringen wollt. Ich würde da schon ein langes Wochenende einplanen, ganz ehrlich. Ja, Osterwochenende wäre praktisch. Also, wenn ihr zu Ostern nichts vorhabt, Pfingsten wird sich auch anbieten. Ja, genau. Im Prinzip, was ich mit DMARC mache, ist, ich sage dem Receiving MTA, also den RMTA, wie er mit SPF oder DKIM-Fehlern umgehen soll. Was soll er damit machen? Soll er die Fehler ignorieren? Soll er die Mails in Quarantäne stecken? Oder soll er die Mail rejecten aufgrund dieser Fehler? Genau. Und das zweite Schöne, das ist eben dann dieses Reporting and Conformance. Ich kann darüber auch definieren, ob und wie ich Fehler gereportet bekommen haben möchte. Das heißt, ich bekomme dann Reports zurück, dass bei einem anderen Mail-Server eine Mail mit meinem Absender aufgeschlagen ist, die aber nicht den SPF- und DKIM-Angaben entspricht. Der Spam, den nicht du geschickt hast. Genau. Offiziell. Wer möchte raten, wo diese Policies, was da zu passieren ist und was empfohlen wird, publiziert werden? Magic, ne? RFC? Nein. Das richtige Wort fiel schon. Wir sind immer noch im DNS und zwar praktischerweise in einem Text-Record. Erkennt ihr langsam ein Schema? Ja? Gut. Wie schaut denn so ein DMARC DNS Text Resource Record aus? Ich habe ein Déjà-vu, die schauen alle gleich aus. Das Déjà-vu hatte ich auch schon mal. Also, Version DMARC 1, bisher sind uns wie so oft keine weiteren Versionen bekannt. Und da gibt es auch kein Protokoll, das DMARC 2 heißt, aber nicht DMARC ist, also das ist in dem Fall genau. Immer safe. Es gibt eine Policy, die kann einen von drei Werten enthalten, nämlich None. Wenn die DMARC Verification fehlschlägt, dann mach einfach weiter. Ist es wurscht. Das ist schön, vor allem wenn man noch nicht ganz sicher ist, ob die Konfiguration richtig ist. Quarantine, so nimm das E-Mail und sei mal ein bisschen vorsichtig damit, behandle es etwas suspekt. Das ist so dieser mittlere Grund, wo man sich bewegen kann, damit E-Mails nicht verloren gehen, aber irgendjemand schon mal da was davon hat. Oder eben beinhart zu sagen, reject, wenn die Verifikation fehlschlägt, dann hau das zurück. Und ich bin sicher, ich habe meine ganzen Records und Sachen richtig konfiguriert. Also so wie ihr das jetzt macht, wenn ihr aus dem Talk rausgeht, holt euch einen Junk, konfiguriert eure Mail-Server, reject. Wundert euch am Dienstag nicht, warum ihr keine Mails habt. Also Inbox Zero. Don't drink and root, sage ich nicht. Genau. Also wenn euch wichtig ist, dass die E-Mails authentifiziert sind und ordentlich, dass klar ist, wo sie herkommen und wenn mal eins verloren geht, ist es auch wurscht, dann ist reject auch so ein schöner Eintrag, den man nehmen kann. Dann gibt es den RUA ein Parameter, das ist optional und gibt eine E-Mail-Adresse an, wohin die DMARC Aggregate Reports hingeschickt werden. Das heißt, andere Mail-Server. Nein, jetzt atmest du mal kurz durch und jetzt lasst euch das einmal durch den Kopf gehen. Ich gebe eine E-Mail-Adresse an, wo mir E-Mails hingeschickt werden sollen, wo Reports drinnen sind, wo drinnen steht, wer meine E-Mails falsch bekommen hat. Genau. Ja. Der hat dann hoffentlich auch einen DKIM-Eintrag und einen DMARC-Record. Genau, dass ihr sicher sein könnt, dass der Report, den ihr bekommt, auch wirklich echt ist und von dort kommt, wo er herkommen soll. Und vor allem, wenn irgendwas nicht funktioniert, habt wenigstens eine Postmaster-Adresse, wo man sagen kann, da stimmt was nicht. Ja? Aber genau. Theoretisch könnte das auch eine Internetadresse sein. Kann ich bitte einen Engel haben, der dem Martin eine auflegt? also es muss nicht eine E-Mail-Adresse sein, da kann auch eine Webadresse stehen, wo das dann hingepostet wird. Und wenn da nichts drinnen steht, dann bekommt ihr keine Reports, dann ist es allerdings ziemlich sinnlos, die DMARC einzusetzen, weil. Ja, zumindest der RMTA kann einmal sagen, ja, SPF und so hat es funktioniert. Naja, nur erfährst du nichts davon. Ja. Vergebene Liebesmühe. Ja. Dann gibt es den RUF-Parameter, der ist für DMARC Forensic Reports. Das sind so richtig detaillierte Infos über fehlgeschlagene Verifikationen und da steht dann genau drin so, was und warum da schiefgegangen ist und warum jemand anderer glaubt, dass das E-Mail, das da von deiner Domain vorgegeben hat zu kommen, nicht dort von dort war. Eine Frage. Ich verbinde dich zur Beantwortung der Frage, warum will ich das überhaupt haben und warum interessieren mich diese Reports? Gerne mit meinem Bankberater. Domains, die sehr viel unter Phishing leiden, die sind schon daran interessiert zu erfahren, wer denn Absendeadressen fälscht zum Beispiel, und um dann potenziell gegen solche Leute vorgehen zu können.
Oder du bist einfach nur neugierig oder du betreibst den Mail-Server einer Uni. Das ist schon sehr interessant teilweise. Also sonst erfährst du halt einfach nicht, wer mit deiner Domain Blödsinn treibt, außer du kriegst irgendwie einen großen Haufen Backscatter-E-Mails von nicht zustellbaren, gefälschten E-Mails. Ungefähr beantwortet? Gut. Wer es nicht gesehen hat, der Hetty hat Kekse und er hat nicht genug für alle mitgebracht. Ihr wisst, was zu tun ist. Da ist noch eine Frage. Es kommt darauf, also der Input war, dass es mir auch hilft, den eigenen Mail-Server zu debuggen. Ja, wenn die Reports dann zeitnah kommen. Und wenn du die Reports überhaupt empfangen kannst. Also, aber das ist gut, wäre schon eine grobe Fehlkonfiguration, aber sonst. Das wird dann interessant, ja. Ja, also weiß ich jetzt nicht auswendig, ob du dann eine E-Mail-Adresse einer fremden Domain dort eintragen kannst. Ich glaube aber ja. Müsste dem RFC, ich glaube wir lesen ja. Wir lesen das noch nach. Das ist, ja, guter Einwurf. Ja, interessant. Da war noch eine Frage, oder? Oder? Ja? So far as I understood, was that in the email coming to this reporting address, I can have the address who received the falsified email from me, but not who falsified me, right? But you told that there will be the false sender so that I can track who the sender was, but I think it's not like this. You don't have actually the sender. It could be somebody connected to some, SMTP server and sending something. You basically get the IP address of the sender. Okay, so there is depending on what report you're getting. So you get, and that's, sorry, I'll switch back to German. der Punkt ist, in diesen Reports kommt ganz, ganz, ganz viel Information. Das will man sich sehr gut überlegen, ob man das wirklich haben will, weil da zum Teil privacy-relevante Informationen drinnen stehen. Das Ganze macht auch massive Probleme. Macht, wenn man es nicht wirklich super, super gut konfiguriert hat, massive Probleme mit Mailinglisten. Spaß am Gerät. Nein, das hat mit Spaß nicht mehr viel zu tun. Genau. Ja, also da könnt ihr dann wirklich debuggen, woher kommen E-Mails, die vorgeben, von meiner eigenen Domain zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Was steht da noch drinnen? Da gibt es einen FO-Parameter. 4 mögliche Werte. 0, gib mir einen Report, wenn DKIM und SPF fehlen. 1, wenn DKIM oder SPF fehlt. Oder S, wenn nur SPF, nur einen Report, wenn SPF fehlt. Oder D, gib mir einen Report, wenn DKIM fehlt. Das heißt, ich kann mir auch aussuchen, was für Reports möchte ich von anderen MTAs eigentlich bekommen. Dann habe ich noch den ADKIM-Eintrag, der sagt, wie strikt sind diese Verifikationen zu interpretieren. Das kann entweder sein S für strict oder R für relaxed. Und wenn ich ihn nicht angebe, ist er default relaxed. Dann gibt es noch den ASPF, der steuert das Gleiche für wie strikt sollen meine SPF-Checks interpretiert werden. Da gibt es auch wieder strict und relaxed. Percent, der PCT-Eintrag, zwischen 0 und 100% kann ich da angeben, wie viele der E-Mails, die vorgeben, von meiner Domain zu kommen, sollen verifiziert werden. Irgendwo zwischen 0 und 100%. Default ist 100. Ist vor allem dann interessant, weil das erzeugt natürlich auch Last bei den empfangenden Mail-Servern. Und wenn ich jetzt da Millionen von E-Mails verschicke, will ich nicht für alle Millionen an E-Mails einen Report haben, sondern da reichen mir wahrscheinlich 3% oder 10%. Ja, und ich kriege trotzdem schon ein gutes Bild heraus, was da genau schief geht. Da war noch eine Frage. Frage, ja. Da kommen wir dann nachher auch nochmal dazu. Das ist jetzt im Prinzip die Info für den Receiving MTA. Wie er reagieren soll, wenn da was schief geht. Genau. Noch eine Frage. Jo. Ja. Reports bekommst du nur von Receiving MTAs, die DKIM auch auswerten. Weil sonst ist das halt so noch ein Header. Ich habe da noch ein paar Beispiele für Header. Jo. Dann wirst du...
Jetzt D-Mark selber? Gute Frage. Ja. Betreibt jemand einen großen DNS-Server und könnte schauen, was da so für Textrecords angefragt werden? Ich weiß es leider nicht. Yahoo, glaube ich. Yahoo, weil da gab es die Diskussion mit den Yahoo-Gruppen und so weiter, weil dann ziemlich viel gebroken ist. Also genau. Interessanterweise, D-Kim ist von Yahoo. Also. Oder war das SPF? Ich glaube, D-Kim war nämlich auch von Yahoo. Ja. Es tut sich so viel, danke. Ja. Sehr schön. Wenn wir euch nicht hätten, ja, hätten wir uns vorbereiten müssen. Gut, wir waren bei den Prozenten. Genau. Dann gibt es noch einen optionalen RF-Eintrag, der das Reporting-Format definiert. Da gibt es den wunderschön klingenden AFRF-Default, das Authentication Failure Reporting Format. Und dann gibt es noch das AODEF, Accident Object Description Exchange Format. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber es klingt toll. Ich weiß es wirklich, ich muss halt nachschauen. Dann gibt es noch das Reporting Interval, das heißt, wie oft möchte ich jetzt Reports bekommen? Default ist so ungefähr ein Tag. Und nach DMARC Spec kann ich da bis zu stündlich runtergehen. Nehmt Rücksicht auf die Mail-Server der anderen Leute. Ihr müsst das ja dann auch auswerten. Und es gibt noch einen optionalen Parameter SP für die Subdomain-Policy, den haben wir da jetzt gar nicht mehr drauf. Der sagt aus, wie sich diese DMARC-Policy auf Subdomains weiter vererben lässt. Das heißt, wenn ich sage, ich habe Subdomains, von denen kommen nie E-Mails, dann kann ich zum Beispiel diese Subdomains mit einem DMARC-Eintrag auf Reject stellen, weil ich sage, von da kommt nichts, da kann nichts sein. Jo. Genau. Reports auswerten ist schön, wenn man E-Mails kriegt. Man kann aber auch eben auch eine Webadresse hintun. Wenn ihr euch Gedanken darüber gemacht habt, wie ihr das mit der Privacy und so weiter handhabt, könnt ihr von Postmark einen kostenlosen Service verwenden. Dann könnt ihr die Reports dorthin schicken lassen. Das gibt dann so Pretty Graphs und so. Ganz, ganz hübsche, bunte Bilder und sagen, wie, wann und warum und wie oft diese ganzen Dinge gefailt sind. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr gehabt, nachzuschauen, ob es nicht irgendwelche anderen schicken, selbst hostbaren, Free and Open Source, Gratis Libre und ansonsten Freedom Versionen Mails, gibt, um das selber Mails zu machen. Mit den Daten einfach an einen Marketing-Menschen schicken und der soll das ins Excel reinspielen und dann. Ja, die machen da Crystal Reports genau. Draus. Da gibt es noch eine Frage. Richtig? Jo. Genau. Jetzt müssen wir das noch zusammenfassend wiederholen, damit das im Stream. Genau, also die Reports sind natürlich jetzt nicht direkt authentifiziert und beweisen, dass das wirklich so passiert ist, sondern du kriegst einfach nur einen Report. Der ist zwar ein echter Report, der irgendwo herkommt, aber die Zahlen, die drinnen stehen, können natürlich komplett. Syntaktisch korrekt, inhaltlich fragwürdig. Genau. In Österreich würde man sagen Topfen. In Deutschland wäre das Quark. ja, ist natürlich korrekt. Aber Pretty Graphs, hallo! Genau. Marketing hat was zu spielen, das ist das Wichtigste. Manager sind beschäftigt, ist immer gut. Genau. Ja, D-Mark. D-Mark, also ist durchaus sinnvoll, das Ganze einzusetzen, ist sehr interessant. Kommen eben per E-Mail meistens. Fremd gehostet gibt's, selbst gehostet, wie gesagt, wenn ihr was kennt, kennt jemand selbst gehostete D-Mark-Reporting-Auswerte? Nicht? Hausübung? Schickt mir ein E-Mail, wenn ihr eins gefunden habt. Aber D-Mark ist eben wirklich praktisch, um rauszukriegen, Spam und Phishing, die mit meiner Domain verschickt werden, aber nicht von mir sind, rauszukriegen und das zu reduzieren. Ist allerdings halt ein bisschen komplexer zu konfigurieren und erfordert etwas Planung. Ist auch dann interessant, wenn man draufkommt, oh, da gibt es noch einen Webserver, der legitime E-Mails von mir schickt, an den habe ich jetzt nicht gedacht. Das kriegt ihr dann damit raus. Kommt ja nie vor. Nein. Ja. Und wenn man es richtig falsch einstellt, dann nehmen die anderen halt keine E-Mails mehr von euch. Also bitte stellt alles falsch ein. Ja? Sehr schön. Gut, das heißt im Prinzip, Fazit heißt, Entschuldige, ja? Mailinglisten sind generell ein eigener Fetisch, der damit ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Also Header-Rewriting, Sender-Rewriting und so Dinge, wo das ein legitimes E-Mail ist, das aber einen. Da kannst du ganz viel Spaß am Gerät haben damit, ja. Das ist
ich weiß jetzt die Mailman-Version nicht auswendig, aber Mailman hat inzwischen eigene Konfigurationsoptionen, wie denn mit solchen Domains umzugehen wäre, um dann bestimmte Rewrites nicht zu machen, damit, ja. Du hast Mailinglisten gesagt, du hast ins Wespennest gestochen. Ich hab's dir gesagt. Ich wollte sie nicht haben. Hanno. Genau. Es gibt die Möglichkeit, die Mail komplett unverändert zu machen, was dann aber kein anderes Frage ging mehr. Also es ist schon blöde, weil es nicht im Prinzip Mailinglisten, die wir es bricht die Mailinglisten, die wir seit Ende der 80er verwenden. Ja. Also ich habe es gibt einen neuen Standard, den ARC, der dieses Problem lösen soll. Erzähl uns nachher mehr davon. Bei einem Chunk. Also, die Idee dabei ist wohl, dass man eine Header-Struktur schafft, die sozusagen diese Weiterleitung abbildet. Okay. Das heißt, Hausübung für die Anwesenden und Zuhörenden: ARC nachlesen. ARC nachlesen soll das Problem mit den Mailinglisten beheben. Und ja, Mailinglisten werden durch dieses System zwangsläufig gebrochen, zumindest wenn ihr einen harten Reject eintragt. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, so, denkt in Ruhe drüber nach, bevor ihr das auftritt. Genau. Soft-Fail oder None und Reporting ist mal ein guter Anfang. Wenn man ein bisschen spielen will damit, für Thunderbird gibt es zum Beispiel ein Plugin, mit dem man selber so schauen kann, SPF und den Kim, da sieht man, wie viele Mailinglisten damit Probleme haben. Ja, alle. Sehr schön. Weißt du, wie das Plugin für Thunderbird heißt? Nicht mehr auswendig, aber wenn man danach sucht, nach SPF und D-Kim kommt es als erstes prominent und es funktioniert. Okay, also wenn ihr nach D-Kim oder SPF bei Thunderbird Plugins sucht, da gibt es etwas, was euch diese Fails und Probleme mit Mailinglisten dann direkt im Thunderbird anzeigen kann. Danke. Du hattest noch eine Frage. Ob Schleuder, das ist ein Mailinglisten-Management-Tool der neueren Generation. Ich habe da ein Bookmark, um mir das mal anzuschauen, aber ich habe mich damit noch nicht soweit beschäftigt. Ich weiß, Schleuder ist ja primär eher so Richtung verschlüsselte Mailinglisten, ja. Und nachdem du da mit den Headern agierst. Ja. Ja, es ist ein Prinzip, ja, es ist. Es genau. Ich sag ja, E-Mail ist ein Problem. Es reicht ein Buch vorwärts eintrag, um die Geschichte zu brechen. Ja. Also man muss den wirklich den Header. Also gut überlegen, also, bevor ihr da Hard Fails macht. Fangt mal an mit SPF, macht mal ein bisschen DKIM und D-Mark. Genau. Langsam und nicht gleich mit Hard Fails eintragen. Und wenn ihr Mailinglisten auf euren Servern habt, googelt mal und lest ein bisschen nach. Das ist dann sowieso ein ganz eigenes Thema. Wenn ihr das gelöst habt, ich freue mich auf euren Talk beim Congress oder auf der Easter Hack oder bei einem anderen Event. Das würde mich auch interessieren. Und schickt mir eine Mail, dass er dann noch kommt. Schickt mir einen Reminder. Genau. Ja, DNS, da geht noch mehr. Wir sind noch immer nicht mit DNS fertig. DNS, da. Jetzt fangen die richtigen Schmerzen an. Den. Ja. Signiert. Oh, danke. Du bist so ein guter. Einen Applaus für den Red Planet, bitte. Hallo. Ja, und immer Finger weg vom Alkohol. Ja, sehr schön, danke. Ja, danke. Ja. Den DNS-Based Authentication of Named Entities. Ja, wir haben ja ganz viel im DNS jetzt hinterlegt und eigentlich können wir dem DNS ja nicht wirklich vertrauen, weil das DNS nicht signiert ist. Für die Neigungsgruppe DNS-Sec-Fetisch gibt es einen eigenen Workshop auf dieser Easter Hack. Und zwar am Tag 3. Wer konventionelle und Legacy-Kalender-Versionen verwendet, 2016-03-27 wäre das um 19.30 Uhr. T1930. Wenn du schon genau. ISO-Format verwendest, dann ordentlich. Ja, da muss immer noch irgendeine Zeitzone dazu, ja. Local Time. Ist da angegeben mit 3 Stunden 15, also toppt die Quälerei hier ganz locker. Und ansonsten können wir natürlich noch auf die diversen Talks von Ray verweisen, die ihr sicher irgendwo auf media.ccc.de finden könnt. Auch da gibt es zu DNSSEC noch Sachen. Ich habe noch keine Domains, die DNSSEC können, deswegen
Und ihr braucht jetzt nicht glauben, dass wir jetzt damit schon fertig sind. Genau. Denn der zweite Akt. Ja, wir sollen an. Wir müssen an sein. Ja, es geht schon. Es geht der dritte Akt. Aus. Magic. Ja, es wird. Jawohl. Mehr davon. Genau. Das ganze Thema ist so absurd. Erst haben wir diesen ganzen Mailsetter konfiguriert, damit wir Mails bekommen können. Und jetzt verbringen wir Stunden damit, um irgendwie zu verhindern, dass uns irgendjemand irgendwelche E-Mails schickt. Stunden, Tage, Wochen, Monate. Also ja, genau. Genau. Das heißt, bis jetzt sind wir also eher auf der DNS-Seite unterwegs gewesen, Konfiguration eher so DNS und halt ein bisschen Mail-Server. Jetzt sind wir bei den Aktionen, die wirklich auf dem Receiving MTA basieren, das heißt auf dem MX. Genau. Erste Aktion, Blacklisting. Ich habe die Möglichkeit, auf dem Server eine oder mehrere Blacklisten zu definieren, die schon einfach nach. Das heißt, nein, eigentlich muss man anders anfangen. Wir wollen ja so früh wie möglich so viel Spam wie möglich ausfiltern, damit wir unseren Server möglichst wenig belasten. Weil kostet Zeit, Geld, Energie. Eigentlich kann er ja was anderes machen. Ich weiß doch nicht was, aber Bitcoins rechnen. das heißt, wir wollen eigentlich so schnell und so einfach wie möglichst viel Spam loswerden. Einfachste Methode ist, darf die IP, die sich da jetzt mit meinem Mailserver, meinem MTA verbindet, eigentlich überhaupt meinem Mailserver eine E-Mail zustellen? Das kann ich über Blacklist abfackeln. Das heißt, der schaut nach, ist das ein bekannter Spammer? Und wenn ja, dann lehne ich die Verbindung gleich ab, nehme die Mail gar nicht entgegen. Verbindung wird abgebrochen, danke, erledigt. Passiert das Ganze passiert auch wiederum auf DNS, also ganz wären wir es noch nicht los. Zum Beispiel DNS, ich könnte auch einfach Textdateien auf meinem eigenen Mailserver hinterlegen, wenn ich ganz gezielt bestimmte IP-Nummern diskriminieren möchte. Ja. Hat ja niemand behauptet, dass E-Mail eine Demokratie ist. Also wenn ich sage, die IP mag ich nicht, die gefällt mir nicht, da ist die Quersumme irgendwie schräg oder nicht Feng Shui. Einfach mal blocken. Nein. Gut, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Auswahl der Blacklist ist eine Vertrauenssache. Wird viel Schindluder getrieben. Es gibt Blacklists, da kommt man nur gegen Abschlagszahlungen runter. Es gibt andere Blacklists, da komme ich runter, weil einfach der Eintrag automatisch veraltet und rausfliegt. Das sind die angenehmeren. Zahlt sich auch immer wieder mal auszuschauen, steht mein Mailserver irgendwo auf einer Blacklist, habe ich irgendwo was falsch konfiguriert. Für den deutschsprachigen Raum bietet der Heise Verlag zusammen mit Manitou einen brauchbaren Blacklist-Server an, wo man auch automatisch wieder runterfällt. Also genau, das sogenannte Nix-Spam-Projekt hat sich bei den Mailservern, die ich administriere, sehr bewährt, speziell für den deutschsprachigen Raum. Sehr viele Blacklists behandeln nur so viel US und so. Das funktioniert da wirklich gut und die Einträge altern dort automatisch wieder raus. Das heißt, wenn dort jemand drauf kommt, kommen die von alleine auch wieder runter. Das geht in ein paar Stunden. Funktioniert im deutschsprachigen Raum wirklich sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Nicht zu viele, so mehr hilft viel. Ne? Super, 34 Blacklists, die trage ich alle ein. Jetzt macht euer Mail-Server erstmal 34 DNS-Abfragen, um diese DNS-basierten Blacklists abzufragen. Das heißt, er ist mal relativ lange damit beschäftigt, da die Blacklists zu checken. Nehmt darauf Rücksicht, so viel bringt das auch wieder nicht. Beschränkt euch auf vielleicht 2 oder so, damit es noch einen sinnvollen Performance-Impact hat. Ansonsten tut ihr euch damit nicht wirklich was Gutes. Jetzt ist aber dieses harte Ablehnen von E-Mail-Adressen, von Mail-Servern oder von zustellenden IP-Adressen nicht unbedingt das, was man haben will, vor allem wenn man irgendwie auch von der E-Mail-Kommunikation noch immer abhängig ist, nicht so wie der Peppe, der also das schon ab, der kriegt nur noch Faxe. Abgesprochen. das heißt, ich möchte vielleicht doch einen Zwischenschritt haben zwischen Annehmen und Ablehnen. Und da hat sich in den letzten Jahren, zumindest unserer Erfahrung nach, das Graylisting sehr bewährt. Das heißt, die eingehende E-Mail wird zunächst einmal temporär abgewiesen mit einem SMTP-Error 451, so nach dem Motto, probier es später nochmal. Weil davon ausgegangen wird, dass ein klassischer Spammer, Fire and Forget, der versucht, das Mail einfach hinzuschmeißen, wenn ich es nicht annehme, kommt er nicht wieder. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber im Normalfall ist das so. Das heißt, ein legitimer Absender probiert es einfach eine halbe Stunde, eine Stunde, 15 Minuten später. Das hängt vom MTA ab. Also wir haben, wenn es wen interessiert, der Exim probiert es nach 15 Minuten wieder, Exchange nach 22, 42, 62 Minuten. Also hängt ein bisschen von dem Absender ab. Postfix nach 16,6 Minuten. Also da kann man Lotto spielen damit. Die Gewinnchancen sind beschränkt, aber ein besserer Zufallsgenerator als Ray, ne?
Ja, ja, ja. Gut, wie gesagt, und dann probiert es halt der sendende MTA einfach nochmal. Und mein Empfänger hat sich halt inzwischen den Absender und den Intended, den... Recipient Mail. Ja, was heißt Intended auf Deutsch? Den... den beabsichtigten Empfänger gemerkt, und wenn der jetzt nach einer halben Stunde wiederkommt, sagt er, ah, das ist ein legitimer Absender, genau, und nimmt die Mail an und stellt sie dann entsprechend zu. Genau. Funktioniert eigentlich wirklich, wirklich fein. Ja, ist eigentlich erstaunlich, dass es immer noch so gut funktioniert. Der einzige Nachteil ist, man muss wahrscheinlich dann am Anfang einmal seinem Manager wieder mal erklären, dass E-Mail kein Chat ist und dass eine E-Mail auch einmal verzögert ankommen kann. Halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, zwei Tage. Ja, weiß man also nicht. Im Normalfall sind es wirklich nur ein paar Minuten. Das erste Mal, wenn von dieser E-Mail-Adresse, von diesem Authoring MTA ein Mail kommt, dann kriegen die halt ein Maschel. Die nächsten E-Mails, da haben die schon ein Maschel und sind bekannt, dieses Pärchen. Und dann geht das auch sofort durch. Ab dann kann das Management wieder über E-Mail chatten. Nur das initiale erste E-Mail kann ein bisschen, also kann ein paar Minuten verzögert sein. Wenn sich der Authoring MTA nicht besonders RFC-konform verhält, dann kann es auch mal sein, dass die jetzt dann ein bisschen Ping-Pong spielen für ein paar Stunden. Google ist da auch sehr spaßig mit diesen Dingen. Da hinten gibt es eine Frage. Genau, also Google ist da ein bekannter Problempartner. Ja, also es heißt ja nicht, dass sie verhalten sich ja konform. Es heißt ja nicht, dass die E-Mail immer vom selben Sending MTA kommen muss, also Authoring MTA. Also das ist ja durchaus legitim. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob du quasi mit einem Temporary Check nicht vom selben probieren müsstest. Ja. Müsste ich auch jetzt nachlesen, aber das Problem ist halt, Google hat nicht nur einen Mail-Server, die haben ganz viele davon und probieren es halt mal vom ersten, der wird gegraylistet. Ein paar Minuten später kommen sie von einer anderen IP, die hat natürlich jetzt kein Pärchen mit Maschel, wird wieder gegraylistet und das geht halt so, bis sie im Cluster einmal durch die Schleife durch sind. Das ist bei meinen Mail-Servern dauert es so 4 bis 6 Stunden für Google und dann geht's. Gibt's und aber, wenn ihr jetzt aber, das Problem habt und genau, debuggen wollt und nicht ganz sicher seid, ob ihr jetzt einen fully qualified Domain nehmt für IP und Legacy IP habt, ganz viel Spaß beim Debuggen. Langes Wochenende. Ja. Aber genau. das kann man ja auch umgehen oder migitieren, indem man da auf das sogenannte Whitelisting setzt. Das heißt, ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das ist ein vertrauenswürdiger Kommunikationspartner mit mir, den setze ich auf die sogenannte Whiteliste. Das heißt, der wird von dem ganzen Black- und Graylisting ausgenommen und darf direkt mit mir kommunizieren. Das heißt, Google könnte man da auf diese Liste setzen, oder wenn ich weiß, ich kommuniziere dauernd mit Peppi, wenn er einen funktionierenden Mailserver hätte, dann könnte ich Peppis Mailserver auch auf diese Whitelist draufsetzen. Genau, das Schöne ist, dass man Authoring MTAs einfach komplett whitelisten kann, so nehme ich immer, und dass man sie auch vom Graylisting whitelisten kann. So nehme ich jetzt nicht prinzipiell immer, aber sie werden mal nicht gegraylistet. Also ich kann sie eine Whitelist machen, die sie aus der Graylist ausnimmt. Es ist halt nicht alles schwarz und weiß, genau, per E-Mails, ja. Und nachdem wir alle auch ein bisschen Boff sind. Genau. Wer weiß, was Boff heißt? Ja. Für alle, die nicht aufzeigen, theregister.co.uk, Lesebefehl, das ist Kulturbildung. Bastard Operator vom Hell. Das heißt, genau, wir wollen den Spammern auch das Leben ein bisschen schwer machen. Das heißt, ich habe prinzipiell auch die Möglichkeit, zum Beispiel beim Postfix Targeting aufzudrehen. Das heißt, ich kann durch geschicktes Antworten auf den SMTP-Connect, durch langsames Antworten oder relativ sinnlose Antworten die Kommunikation mit dem Spammer möglichst lange hinziehen, damit der in der Zwischenzeit nicht 15 andere Leute mit Spams versorgen kann. Also das ist so ähnlich wie diese Counter-Scripts für die Telefonanrufe, wo man einfach den Agent so lange beschäftigt, bis er genervt aufgibt. Also wenn man der Welt ein bisschen was Gutes tun will, dann könnte man mit Tarpitting da ein bisschen... Ja. Der Nachteil ist, dass Spammer ihre Ressourcen halt wunderbar über diverse Botnetze verteilen können. Ob das jetzt irgendwelche Videorekorder sind, Kühlschränke. Die seit 3 Jahren, Glühbirnenfassungen. Glühbirnen sind ganz neu im Kommen, ja. Toaster noch immer nicht, weil dort läuft nur NetBSD und diese Leute wissen, was sie tun. Was gibt es sonst noch für Fehlverhalten? Dein Lieblingsthema, die Early Talker. Genau, sogenannte Early Talker. Wenn jetzt ein Server schlecht erzogen wurde,
von der Systemadministration. Prinzipiell ist es so, beim SMTP-Protokoll wird man artig gegrüßt, da kommt so Hello und dann ein Hostname, also ein, oder ein ILO mit Hostname. Und dann muss quasi der Receiving MTA die Zeit bekommen, auch zu grüßen und sich vorzustellen und sagen, ich bin's. Wenn jetzt der sendende Mail-Server einfach sofort Mail from, Data und gleich mal schicken, sagt dann sie, Moment mal, ja, erstmal artig grüßen oder nach Hause gehen. Sogenannter Early Talker, ne? Fangt schon zum Reden an und wurde noch nicht das Wort erteilt. Gibt's dann so schöne Fehlermeldungen, die man zurückschicken kann, wie I can be RFC ignorant too. der Hintergrund da ist natürlich auch wieder, Spammer wollen so schnell wie möglich schicken können und Durchsatz generieren. Nur manche von diesen Spam-Schleudern sind halt wirklich kruder, mistiger Code. Sind wir froh darüber, daran erkennen wir sie und da können wir sie auch loswerden. Es gibt halt leider auch ein paar kommerzielle Mail-Server, die sich auch so ähnlich verhalten, vor allem ältere Modelle, die nicht abgedatet wurden. Also ja. Muss man ein bisschen aufpassen, aber prinzipiell gute Sache. Eudora Internet-Mail-Server betreibt ja niemand mehr. Hat sogar die TU Wien jetzt abgedreht. Nein. Ja, doch. Oh. Im Postfix ganz einfach, SMTPD Hello required auf Yes setzen und ihr seid die ganzen Early Talker los. Das ist richtig schön. Dann gibt es noch so Themen wie amoklaufende Mail-Server, die halt einfach irgendwie meinen, so irgendein Startup, das jetzt meint, sie müssen ihre E-Mails an alle Mitarbeiter im Unternehmen schicken, habe ich die Möglichkeit, das auch wieder einzudämmen. Für einen Postfix habe ich den Anvil, da kann ich dann sogenanntes Rate Limiting einführen. Das heißt, ich kann einfach die Anzahl der E-Mails, die ich von einem Host entgegennehme, limitieren. Genau. Wenn ich Netzwerk-Admin auch bin, könnte ich es auf IP-Ebene auch schon machen. Aber ja, da gibt es lustige Dinge. Ja. Also Anvil ist mehr dazu gedacht, als Notbremse für wild gewordene Clients, bevor die zu viel Schaden anrichten und Ressourcen hoggen. Ist jetzt nicht dazu gedacht, um wirklich schönes Ressourcenmanagement damit zu machen. Was kann man noch machen? Header-Check. Header. Wir hatten schon ganz viele Header heute. E-Mail-Header sind... wie sagt man so schön? Der gemischt waren Laden der Metadaten. Man findet in diesen Headern, sowohl Envelope-Headern als auch normalen Headern, unglaubliches Zeug. Genau. Also von DKIM-Signaturen, die haben wir heute schon gehabt. Mailprogrammnamen, ID, List-IDs, you name it. Wen es interessiert, ich habe mal so eine kleine Sammlung an Mail-Headern, die so in den letzten Jahren bei mir vorbeigekommen ist. Nicht comprehensive, also da gibt's noch mehr. Ich weiß, das kann man jetzt ab der ersten Reihe nicht mehr lesen. Das sind über 3800 verschiedene Dinge. Schaut euch das mal bei euch am Mail-Server oder im eigenen Mail-Programm an. Ja? Header, die so mit X-Bindestrich anfangen, so Custom-Header, da ist unglaublich viel Zeug dabei. Ganz viel Spaß damit. Das heißt, ich kann jetzt auf diese Header, auch wieder, nachdem wir uns in der Postfix-Welt bewegen, kann jetzt diese Header auf diese Header filtern. Dann habe ich eine Möglichkeit, einfach Perl, Regex. Ich kann mir eine Regex schreiben, die einfach gewisse Mails mit gewissen Headern bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Das heißt, ich trage in meiner Postfix-Config wieder ein, in diesem File stehen meine Regeln drinnen und dort schreibe ich dann meine Regexen und die Anweisungen hinein, was passieren soll. Genau. Also zum Beispiel, wenn jemand mit dem DeLorean in der Zeit zurückreist und mir aus 1995 eine E-Mail schreibt, dann nehme ich die einfach im Jahr 2016 nicht mehr an. Genau, man kann dann auch hilfreiche Fehlermeldungen zurückliefern. So, kauf dir doch mal eine Echtzeituhr für deinen Computer. Ah, das ist das Beispiel vom österreichischen Parlament. Weil die Raspberry Pis haben ja kein Realtime-Clock auf dem Ja, genau. Auch sehr praktisch zum Beispiel, falls euch jemand in sein professionelles Business-Netzwerk aufnehmen möchte. Das ist einer von vier LinkedIn-Headern, auf die ihr reagieren könnt, um das zurückzuweisen. Wenn ihr freundlich seid, schreibt ihr Go Away. Man könnte, ja. Da geht mehr, da kann man lange Texte reinschreiben. Also, wir haben jetzt natürlich ein bisschen gelungen, es geht nicht nur auf die Header, man kann das Ganze zumindest im Postfix auch auf die Bodies anwenden. Genau, also wenn ihr mit den 3000 Headern da nicht auskommt, ja, das Level-Upgrade kaufen, Body-Checks, da kommen dann die Ellbogen vom Postfix raus. Ihr könnt das nach dem gleichen Schmäh, könnt ihr auch die Inhalte, den wirklichen Inhalt der E-Mail genauso verarbeiten. Das geht auch mit so einer sehr kreativen Zeile, Bodychecks eintragen, auch dort wieder Regular Expressions nehmen. Das sind immer noch nur Regular Expressions. Ja? Das ist zwar schon mächtig genug, aber das sind eigentlich immer noch relativ billige Methoden, Sachen zu filtern. So einzelne E-Mail-Clients, die ihr nicht mögt, einfach mal abweisen, sagen, nehme ich jetzt nicht, mag ich nicht. Ne?
Das war jetzt alles noch relativ quasi am Anfang des MTAs, also ziemlich an der Front des MTAs. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wo der MTA dann schon Hilfe braucht. Das heißt, das mache ich jetzt nicht mehr mit nativen Bordmitteln des MTAs meines Vertrauens, also in unseren Beispielen jetzt hier Postfix. Da brauche ich jetzt Hilfe. Ein klassisches Programm, das man hier dann hinzuzieht, ist das PAM-Assassin oder kurz SA. Da wird es jetzt schon teuer. Der ist primär in Perl geschrieben, das heißt, da hat die CPU dann schon ein bisschen was zu tun. Mhm. Wird es schön warm im Rechenzentrum, ist ja auch fein. Das Schöne an dem Spam-Assassin ist, der schaut sich jede E-Mail an, analysiert sie, bewertet sie. Nicht klopfen. Gib mich das an, nicht klopfen, ja. Das ist so schön. Bewertet sie, ob sie Spam sind oder nicht und vergibt dann entsprechend seiner Bewertung Punkte. Das heißt, einen Punkt, wenn es ein SPF-Record gibt und der stimmt, dann wird von dem Score wieder was abgezogen. Das heißt, der geht wieder Richtung 0. Wenn ich keinen oder einen falschen SPF-Record habe, dann geht der Score nach oben auf 2, 3, 4, 5. Und ich kann dann eben einstellen, ab welchem Schwellwert eine Mail als Spam markiert wird. Also mit einem Score von 5, Hausnummer, ist die Mail als Spam anzusehen. Was das Spam-Assassin nicht macht, ist diese E-Mail dann irgendwie zu löschen oder in einen Ordner zu verschieben oder sonst was. Das genau. Tut er nicht. Der taggt nur, der macht nur Mascheln drauf. Ganz viele und bunte und jemand anderer kann dann entscheiden, was damit passieren soll. Was zum Einsatz kommen, kriegst du mir noch einmal zurück? Zum Einsatz kommen der Bias-Filter, Keywords, ich kann noch einmal Blacklisten einsetzen und ich kann, und das schauen wir uns jetzt dann im Detail ein bisschen an, SPF, DKIM, Domain Keys und so weiter hier einsetzen. Genau. Das heißt, also hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Das ist jetzt quasi die Receiving-MTA-Seite. Hier wertet ihr die SPF- und DKIM-Sachen von anderen E-Mails, von anderen Mail-Servern und anderen Mail-Domains aus. Das ist somit, da überprüft ihr jetzt die Sachen selber. Dazu wird der Transport in der Master-CF im Postfix eingehängt und definiert. Das Praktische ist, ich glaube, das ist in den meisten Distros schon vorgeschrieben und vielleicht auskommentiert. Das heißt, das kann man relativ leicht konfigurieren, wenn man ein paar Hashes wegtut. Und dann muss ich halt noch einmal über die Spam-Assessing-Config drübergeben. Ich muss ihm eben ansagen, was mein Score ist, um eine Message als Spam zu markieren. Und ich muss ihm dann sagen, wie diese E-Mail zu markieren ist. Es gibt leider ganz viele Mail-User-Agents, die nicht auf Mail-Header filtern können, sondern nur auf Betreff und sonstiges Zeug. Mhm. Das heißt, die Standardoption ist eigentlich immer, dass ich im Spam-Assassin in den Header oben hineinschreibe. Spam! Ja. Gehst du mal weiter? Geht auch, ja, bitte. Genau, danke. Lovely Spam. Spam-Lovely. Nicht singen. Ich kann aber für die Mail-User-Agents, die das Ganze etwas eleganter machen können, auch einen zusätzlichen Mail-Header in die E-Mail hineinschreiben und da bekomme ich dann noch mehr Informationen, sprich, welche Filter haben jetzt beim Spam-Assassin angeschlagen, wie ist der Score zustande gekommen und noch ein paar andere Dinge, was er halt so an Dingen gemacht hat. Ja. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, da war der Spam-Assassin der Meinung, ist kein Spam, hat minus 1,9 Punkte akquiriert, also kein Highscore. Und ab 3,5 wären wir geneigt zu sagen, sieht nach Spam aus. Und bei den Tests steht auch noch drinnen, welche der verschiedensten Subtests, die das Spam-Assassin anwendet, angeschlagen haben und was dabei rausgekommen ist. Das kann auch sehr, sehr viel länger sein, je nach E-Mail. Da sieht man jetzt in dem Beispiel eben zum Beispiel schön, dass der SPF-Test durchgelaufen ist. Genau, also erfolgreich. SPF-Pass. SPF-Pass. Und der Bias-Filter hat auch noch gelernt, dass das Ganze eine gute Mail ist. Also genau, also gibt es auch schon Spam-Punkte für HTML-E-Mails und so weiter. Ich stelle mir das sehr interessant vor, ein Spam-Assessing konfigurieren bei Pfizer. Wer jetzt noch nicht gelacht hat, Pfizer sind die, die Viagra machen. Da die Guten und die Schlechten voneinander auseinander. Du, das ist ein Pharmakonzern, die kommunizieren nur noch verschlüsselt. Die können sich das, ja genau, die können sich das jedenfalls leisten. Wie gesagt, SPF, das Ganze funktioniert dann natürlich auch mit DKIM. Da ist es dann so, ich kann hier schon die E-Mails dann komplett whitelisten, wenn die DKIM-Signatur passt. Das heißt, ich sage dem Spam-Assassin, wenn die DKIM-Signatur passt, dann brauchst du jetzt gar nicht noch bei S-Filter oder sonst was anwenden. Die Mail passt. Hacker genau, drunter. Dann kann ich die wirklich teuren Analysen einfach bleiben lassen und sagen, das ist signiert, das kommt von der richtigen Domain, von einem Server, der das darf und so weiter. Dann spare ich mir den Rest, das wird schon passen. Ah.
kannst dann natürlich auch ein signiertes Spam-Mail bekommen. Ein signiertes, legitimes Spam-Mail ist dann eine philosophische Grundsatzdiskussion, ob das jetzt noch technisch Spam ist oder nur unsolicited E-Mail. Und ja, aber prinzipiell ja. Die andere Geschichte ist, man will beim Spam-Assessing einfach auch immer schauen, dass die Tests so kurz und billig wie möglich sind. Wenn ich es wirklich ganz hart treiben will, habe ich beim Spam-Assessing auch noch die Möglichkeit zu sagen, nimm doch dieses PDF-Attachment, lass es durch die OCR laufen und kontrollier den Text, der dabei rauskommt, auf Spam. Ja? Aber da hat er dann schon ein bisschen was zu tun. Ja? Genau, also wenn bei euch so pro Stunde 1 Million E-Mails durchgeht, wollt ihr euch das zweimal überlegen, ob sich das auszahlt. Aber technisch lösbar. Oder also ich hätte auch einen Hardware-Händler bei der Hand, der euch dann gerne ein Angebot unterbreitet. Also ja. Minimum Abnahme 1,19 Zoll Rig. Bestückt. Ja. Gut, jetzt gibt es nicht nur Spam. Wir haben das Ganze natürlich dann auch noch mit Antivirus, Malware-Phishing und sonstigen Dingen. Da greift jetzt nicht wirklich das Spam-Assessing. Da haben wir dann andere Lösungen. Da gibt es einen Klamm-AV. Oder sonstige kommerzielle Virenscanner, die ich hier hineinhängen kann. Genau, also Klemm-AV, das ist so ein bisschen Klemm-D, wäre die Daemon-Variante, die nicht jedes Mal gestartet wird, sondern halt ein bisschen performanter ist, aber ansonsten das Gleiche tut. Updatet sich üblicherweise, wenn man an der Config nichts ändert, täglich, was okay genau ist. Die Erkennungsrate ist genauso mies wie alle anderen kommerziellen Produkte, nur dass es halt nicht ganz so kommerziell ist. Man kann auch beliebig viele mehrere davon reinhängen, also wenn ihr zu viel Rechenleistung in eurem E-Mail-Cluster habt, damit könnt ihr sie wunderbar verbraten, ohne wirklich viel dafür zu bekommen. Und wenn ihr noch Geld ausgeben wollt, dann holt euch noch einen Consultant, der euch berät, welcher von diesen 20 Virenscannern am Markt noch unterschiedliche Engines im Backend verwendet und dann schaut, dass ihr unterschiedliche Backend-Engines bekommt. Das wird mittlerweile sehr, sehr interessant schon. Genau. Dann eine andere Möglichkeit, wir haben schon gesagt, ich kann hineinhängen den Pizer. Das ist eine Python-Implementation eines Spam-Blocking-Networks. Die tauschen Signaturen von Spams aus untereinander. Ja. Genau. Google oder United Internet oder GMX oder sehr, sehr große Anbieter, wo sehr viel E-Mail reinkommt, haben den Vorteil, die sehen so viel E-Mail, das heißt, wenn irgendwo 10.000 gleiche E-Mails reinkommen, fällt denen das auf, weil sie einfach selber so viel davon sehen und können daraus wieder schließen, das schaut jetzt entweder nach einem wirklich miesen Newsletter aus oder ist Spam und können daraufhin ihre Filter optimieren. Als kleiner Mail-Anbieter oder für eure eigene Domain habt ihr die Möglichkeit nicht, weil ihr kriegt wahrscheinlich nicht so viel E-Mail und Pizer ist eine Möglichkeit, wo eben das ihr ein federated Netzwerk habt, wo eure Mail-Server mit anderen Mail-Servern reden können und diese Sachen, die sie sehen, miteinander austauschen und vergleichen und sozusagen miteinander diese gleiche Schwarm. Intelligenz will ich jetzt nicht sagen, aufbauen können. Da gibt es eine Frage von Paul. Ja. Unterschiedliche Newsletter und Spam, ja. Darüber kannst du Diplomarbeiten schreiben. Das ist ein sehr feiner Grat und das ist teilweise sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Also beide haben einfach sehr ähnliche Eigenschaften. Das ist ja hohe Kunst eben, dann den Spam-Filter genau so zu konfigurieren, dass er die Dinge auseinanderhalten kann. Also für die ältere Generation oder wenn man Python nicht am Mail-Server haben will, gibt es jetzt statt dem Pizer auch noch den Razer, der macht im Prinzip dasselbe in grün, aber halt mit Perl. Mit Perl, genau. Und Perl habt ihr ja sowieso schon am Mail-Server für Spam-Assessing, für die Regular Expressions und alles mögliche andere. Perl kommt in diesen Bereichen wirklich massiv zum Einsatz, das heißt, das werdet ihr nicht los. Aber Python ist halt optional und die beiden vertragen sich, glaube ich, auch miteinander durchaus, wenn man möchte. Wie gesagt, Razer und Pfizer kann man in den Spam-Assessing direkt hineinhängen. Ich kann jetzt den Klamm-AVD zum Beispiel auch wieder in meinen Postfix direkt hineinkonfigurieren über irgendeine Filter und sonstige Rules. Für das Ganze gibt es aber eigentlich eine angenehmere Lösung, das ist der Amavis-D. Das ist sozusagen die Drehscheibe, um all diese Daemons in meinen Mail-Server, in meinen Postfix hinein zu integrieren. Der braucht zum Beispiel den Spam-Assassin zwar installiert, benutzt aber nicht die Spam-Assassin-Config und den Spam-Assassin-Daemon, sondern startet sich das alles selber und eigen. Über den kann ich dann auch meinen Klamm-AV hinein konfigurieren und somit habe ich eine zentrale Stelle, wo ich das alles konfiguriere. Ist so die große Schnittstelle, wo ich andocken kann mit allen möglichen anderen Dingen, die ich da noch hineinhängen will. Was haben wir denn da? So, ist euch was aufgefallen in der Zwischenzeit? Oder gibt es noch eine Frage? Also, wir haben jetzt das ganze Handy, weil wir machen es auch nur Tablet. Ja. Im Normalfall ja. Ja. Wollt ihr noch was darüber sagen,
Ja. Ja, das ist etwas, was zum Beispiel der Amavis D dann machen kann. Der sortiert auch dann. Der sortiert dann auch aus, ja. Bisher haben wir noch immer kein E-Mail zugestellt. Nach 1/3 Stunden. Ja, wir müssen jetzt ansonsten, wir sind fertig. Ach, das geht jetzt flott. Genau, also wir haben immer noch Inbox Zero, ja, großartig. wir fahren eigentlich immer noch im Postfix spazieren mit unseren E-Mails. Die B-Partys jetzt so weit geschafft haben, ja. Das heißt, jetzt übergibt im Prinzip mein Postfix oder mein MTA, mein Receiving MTA, die E-Mail an das Local Delivery, an meinen sogenannten Local Message Delivery Agent. Genau. Wir wären so reich, wenn wir für jedes dieser Abkürzungsdinge da irgendwas bekämen. Das ist heutzutage unserer Empfehlung nach und was wir auch so sehen im Umfeld, eigentlich üblicherweise der DAF-Cod. Ja, der ist sehr hübsch. Der ist super, super pipi fein. Der DAF-Cod stellt mir für Postfix, Exim und wie sie alle heißen, einen entsprechenden Mail-Delivery-Agent zur Verfügung. Das heißt, mein Postfix kann dem DAF-Cut das Ganze relativ unexpensive, genau, billig, einfach schnell, genau, über ein Socket oder Pipe überschieben. Schubst das da einfach rüber. So, stell das doch mal zu. Ich weiß ja jetzt nicht, wo der User seine Mail hinhaben will. Vielleicht will es in der Datenbank, genau, vielleicht will es ins Filesystem, genau, will es in einer Inbox, in einer MDIR, don't care. Ne? Mach richtig, das, DAF-Cut. Gut, DAF-Cut. Was ist das Erste, was der DAF-Cut macht mit einem E-Mail? Also, da gibt es diese schöne Konfigurationszeile, das ist die vorletzte Zeile vor der geschlossenen Klammer. Ja? Erstmal die Quota checken. Haben wir überhaupt Platz für das E-Mail? Ja? Sei jetzt stundenlang durch irgendwelche Filter gequält und gedrückt wurden. Und dann sagt der DAF-Cut, nö, Mailbox over Quota voll. Kalter den Dreck. So nicht geht nicht. Ja? Sehr schön. Wenn da zufällig Platz ist und nicht irgendwer die Platte voll gemüllt hat schon, dann kann man da immer noch filtern und sortieren. Das Schöne ist, da kann man jetzt... gibt es diese schöne Sprache Sieve, da können jetzt eure Userinnen und eure User selber anfangen, Mails zu filtern. Was man abdrehen sollte, ist, dass sie sich die Mails weiterleiten, weil sonst nimmt das nie ein Ende. Da war wieder was mit den Mailinglisten. Das Schöne am Sieve ist, es ist mittlerweile in einer RFC spezifiziert. Ja. Es ist eine einfache Methode, um Regeln zu definieren, dass so schaut sowas aus. Das heißt, wir hier im Raum können sowas wahrscheinlich schreiben. Unsere End-User, die wir alle kennen und lieben, wahrscheinlich nicht. Genau. Das Schöne ist aber, ich habe hier wieder verschiedenste Möglichkeiten, Aktionen zu setzen. Ich kann die Mail in einen Ordner legen, ich kann die Mail löschen, ich kann die Mail weiterleiten. Ich kann automatisch darauf antworten. Genau, Autoresponder für Urlaub etc. lässt sich zum Beispiel alles so über diesen Sieve machen. Ich gieße noch eins zurück. Ich kann da auch zum Beispiel sagen, wenn hier mein Spam-Assassin in den Header hineingeschrieben hat, das ist Spam, dann lösche ich sie oder schiebe sie in den Spam-Ordner oder was auch immer. Also genau. Das Ding ist wirklich fein und praktisch. Ich kann das Ganze, die Regeln auf Systemebene angeben, ich kann sie auf User-Ebene, der User kann sich das selber definieren. Der Nachteil ist, diese Sieve-Konfiguration liegt in einem File. Das heißt, ich muss meinem User eine Möglichkeit geben, ein Sieve-File, das syntaktisch korrekt ist, auf den Server zu stellen. So, damit fällt er mal aus. Ein File-Share auf den Mail-Server bekommt er nicht, einen FTP-Zugang bekommt er nicht, weil dann schlägt mich der Peppi. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch übrig, dass der User einen SCP-Zugang auf den Mail-Server bekommt. So, nein. Das geht besser. Nein, das geht besser. Dafür gibt es dann das Managed Sieve-Protokoll, mit dem kann ich dann dem User die Möglichkeit geben, kontrolliert Sieve-Regeln auf den Server zu pushen mit entsprechenden Sieve-Clients. Genau. Und damit fängt die Katastrophe an. Genau. Also das gibt euch die Möglichkeit, den Userinnen und Usern ein Tool in die Hand zu drücken, mit dem sie selber Regeln schreiben können, um sich dann ins Knie zu schießen. Also das garantiert nur die syntaktische Korrektheit und die Managebarkeit. Nicht, dass diese Regeln noch irgendeine Art von Sinn ergeben. Wenn sie überhaupt eine Regel schreiben können, weil User sind kreativ. Die Editoren schauen nämlich aus wie das. Genau, also es gibt ein Plugin für den Thunderbird. Ich wollte euch ja einen Screenshot ersparen, der Martin hat drauf bestanden. Also das ist im Prinzip ein Edit-Element, das in den Thunderbird hineingeplatscht wurde. Das heißt, ich habe einen Notepad im Thunderbird, mit dem ich dann händisch meine Regeln schreiben kann. So. Hat aber eine Textbuntmachfunktion.
Ja, okay, es ist Notepad++. Ja, okay. Kein Syntax-Coloring, bitte. Ja. Bunt machen ist das. Ja, also das ist wirklich schlimm und das wird unter Linux auch nicht hübscher. Und das. Es wird fast nirgends hübscher. Genau, und die einzige Option ist eigentlich... Mail-Clients und Mobiltelefone, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ganz, ganz schrecklich. Das heißt, die einzige Option, die ich habe, um eine Sieve-Regel halbwegs sauber... halbwegs benutzerfreundlich zu formulieren, sind eigentlich die ganzen Sieve-Plugins für die Webmail-Clients. Genau. Damit beenden wir diese Tragödie. Und es kommt? Genau. Ja. Hoffentlich funktioniert das in unseren Talks übermorgen besser. genau. Ja, es ist ja. Also Webmail. Ein Ding, das für viele von uns ein relativ unverständliches Mysterium bleiben wird. Weil wir rufen ja unsere Mails alle mit Telnet und OpenSSL auf, ja. Keine Schleifen. Ich glaube, Nur if then. Darf ich die Frage so interpretieren, ist Sieve Turing complete? Nein. Nein. Musst du leider immer noch im PostScript lösen. Da gibt es noch eine Frage. Wenn ihr Ports, die offen sind, die TLS machen, ich kenne viele Wähler, die bieten das an, noch ohne TLS. Das heißt, da muss ich auch authentisieren. Das heißt, TLS. Also, wenn ich jetzt... Also das RFC, das ich jetzt im Kopf habe, da steht zumindest drin, dass Start-TLS unterstützt wird. Ich glaube, dass es einfach viele nicht konfigurieren. Aber es sollte eigentlich über TLS gehen. Ja, also ihr wollt Manage Sieve an sich nicht wirklich exponieren. Man weiß auch nicht genau, was die Clients dann wirklich tun und ob die da Dinge tun. Deswegen, die Notlösung wäre ein Webmail-Interface. Das ist noch eine Frage. Die Frage war, wie die Suche funktioniert, wenn ich meine IMAP-Verbindung in Thunderbird habe und danach einen Begriff suche. Wenn die Mails lokal liegen, sucht er lokal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann hat er lokal einen Index. Wenn ich die Mails nicht lokal liegen habe, dann geht die Suche an den DAF-Code. Der hat einen Index auf die Mails, aber halt nicht auf den gesamten Body, nur auf dem Header und Subject und so. Was du machen kannst, das haben wir... Ich habe dir gesagt, wir sollen es machen. Du hast gesagt, wir nehmen es raus. Du kannst dann an den DAF-Code noch den Solar-Suchindexer dranhängen. Der macht dann Volltext-Index über den Body, über die Attachment und alles. Und dann hast du wirklich Volltext-Suche, wie man das richtig macht. Ja. Aber wir haben ja nur 2 Stunden bekommen. Genau. Und wir haben so viel gestrichen. Ja. So, mach dein Webmail fertig. Genau. So ein Ding, das, nachdem ja Squirrel Mail nicht mehr so in ist, auch optisch, speziell auf Mobiltelefonen, Roundcube ist ganz nett. Ich hatte zwar mal eine Userin, die sich darüber beschwert hat, dass das auf ihrem Sony... Ericsson? Nur Sony irgendwas von vor 6 Jahren nicht mehr so wirklich gut geht. Der Browser dürfte irgendwie mit HTML Probleme haben. Ich möchte fürs Protokoll jetzt noch einmal unterstreichen. Der Peppi hat eine Lösung, die in PHP programmiert wurde, als nett bezeichnet. Ja, können wir das bitte jetzt? Kann das jemand als OH twittern? Nicht alle gleichzeitig. Gut. Ja. Wenn du sie mitnimmst, ist sie mobil, ja. Also, nein. Roundcube, ja, wirklich. Ist Open Source, ist einigermaßen hübsch für gewisse Definitionen von hübsch, unterstützt stapelweise Plugins, ist GPL-V3, Nachteil ist halt PHP und unterstützt optional eine Datenbank, falls das irgendwie in größeren Usermengen konfrontiert würde. Da gibt es irgendwie so MariaDB, Postgres und andere Dinge, die wir jetzt nicht nennen wollen, die da auch unterstützt sind. Sieht so grob ungefähr so aus. Inbox Zero, ja? Möchte ich darauf hinweisen? Inbox Zero? Hat aber entweder ist es responsive oder es hat ein Mobile View. Also. Ja, oder es ist halt relativ klein. Auf dem Handy dann, ja. Das ist aber super performant mit Inbox Zero. Nein, ist auch sonst relativ performant. Also das ist eigentlich recht brauchbar. Ja. Unter roundcube.net findet man das ganze Projekt.
ist jetzt, der Source Code ist jetzt letztens auf GitHub umgezogen, was ich mitbekommen habe. Es gibt die tolle Subdomain plugins.roundcube.net und da hätte ich ein paar nette Empfehlungen für Plugins, mit denen ihr so den Standard Roundcube mal so hinbekommt, dass eure User euch dann auch lieb haben, wenn ihr das macht. Sieve Rules, da kriegt ihr jetzt dann ein Clicky-Bunti-Interface, mit dem denen die Leute Sieve Rules machen können, die dann auch was tun. Und es gibt eine Sieve Rule, wo für die Userinnen alles machen. Das ist nämlich der Vacation Responder, wenn sie auf Urlaub fahren. Ja? Das sind die Sachen, die dann auf Mailinglisten immer sehr schön sind, wenn sie dort reinkommen. So, bin gerade nicht da. Ich finde das relativ zumutbar. Ihr könnt das nicht lesen. Installiert es, euch ist das. Hübsch. Funktioniert auch. Kann auch so ziemlich alles, was man aus dem Squirrel Mail kennt, nur in hübsch. CardDAV, wer Adressbücher über CardDAV synchronisieren kann und möchte, ja, das kann man damit integrieren. Da kann ich da so einen CardDAV-Server reinhängen. Das hat auch so diese bisschen Auto-Discovery-Funktion, die mehr oder weniger funktioniert. Das heißt, die Leute haben dann in ihrem Mail-Client und im Adressbuch und vielleicht am Mobiltelefon auch noch die gleichen Adressen. Und wenn Sie da was hinzufügen, dann sehen Sie das auf den anderen auch. Sehr schön. Zahn, die sind alle schon für den nächsten Talk da. Ja. Die nachfolgenden Talks verzögern sich an dieser Stelle. Nein, es geht sich aus. Wer in der Firma ein großes LDAP-Verzeichnis hat für die Mitarbeiterinnen, kann man auch reinhängen. Geht ganz wunderbar. Image-Paster. Gelegentlich gibt es Menschen, die wollen Bilder verschicken und dann nicht irgendwie so Datei anhängen, File-Select-Dialog und durch 17 Unterordner. Kann man einfach per Drag-and-Drop machen mit einem halbwegs modernen Browser. Kann man dann auf der rechten Seite da einfach so Dinge hineintragen, geht auch. Und für die Leute, die ein Marketing- und Branding-zentriertes Unternehmen haben mit dem Customizer, könnt ihr da auch noch die ganzen Farben und Logos und so weiter anpassen und das Ganze branden, so dass es funktioniert. Und da ja nicht alle Leute immer Inbox Zero haben, soll ja Leute geben, die das gelegentlich mal nicht hinkriegen, gibt es auch noch das Checkbox-Plugin, wo ich dann mehrfach Selektionen machen kann und einfach 27 E-Mails gleichzeitig wegwerfen kann. Auch sehr praktisch. Also einfach alles markieren und wegwerfen habt ihr auch Inbox Zero. Und so macht man das ja nach dem Urlaub. Genau, genau. Wenn es wichtig war, kommt sie wieder. Richtig. Für die Leute, die eigentlich nur noch Webmail verwenden, aus obskuren Gründen, und aber trotzdem einen modernen Browser dafür verwenden, die so Desktop-Notifications können, dafür gibt es auch ein Plugin, dann kann man den Browser irgendwo im Hintergrund lassen und dann poppen diese Bubbles am Desktop auf. Jetzt heißt aber Webmail ja meistens, dass wir das Ganze dann auch nach außen in das böse Internet hinaus exposen. Und da ist ja dann Anmeldung an dem ganzen Webmail-Interface mit Benutzername, Passwort mittlerweile so, ist nicht mehr wirklich die optimale Lösung. Ja, das heißt, halt Wir brauchen auch Two-Factor Authentication. Wir brauchen vor allem mal HTTPS. Ja, ordentliches das ist ja Defaults. Da gibt es dann einen weiteren Talk von uns über Apache und Nginx. Dieser Stelle, shameless plug. Da gehen wir darauf genauer ein. Genau. Aber in dem Fall wollen wir Two-Factor Authentication. Genau. Wenn ihr jetzt über Thunderbird oder sonst was um Two-Factor Authentication nachdenken wollt, tut es nicht. Wir reden jetzt hier von Webmail, Roundcube, genau. Vom Roundcube. Da gibt es ein Plugin für YubiKey, gibt es ein Plugin für OpenOTP, für den Google Authenticator. Das heißt, da kann man das schon schön machen. Genau. Gibt es irgendwas mit Face Recognition, dass wir eine Überleitung zum nächsten Talker schaffen? Weiß nicht, was könnte jemand schreiben? genau. Und falls ihr irgendwelche Menschen mit Apple-Geräten habt, die so unglaublich auf Push-Notifications stehen, ja, ich will ja gar keine E-Mails haben, andere freuen sich darüber, wenn es die ganze Zeit Ping macht. OS X Server hat diese seltsame Funktion, direkt Push-Notifications verschicken zu können. Da macht das wirklich der Server. Aber niemand sollte OS X Server als Mail-Server im Internet betreiben. Tut das nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, das auch mit einem Postfix und einem Open-Source-Plugin zu machen, wo sich dann der Mail-Server selber direkt mit dem Apple-Push-Notification-Server verbindet. Und wenn der DAFCard ein Mail reinkriegt, da eine Push-Notification schicken kann. Und wenn ihr das iOS-Mail-App oder Mail-App unter OS X verwendet, dann können die das mit den Push-Notifications auch empfangen und zeigen das an. Das geht wirklich ratzfatz schnell und ist richtig schick. Also nicht die Microsoft-Lösung, wo dann dein Mail-Passwort in der Cloud hinterlegt wird, damit die dann sich auf deinen Mail-Server über IMAP verbinden können, um nachzuschauen, ob eine neue Mail da ist. Genau, ne? Also Microsoft klaut euch euer Plaintext-Passwort, pollt eure Mailbox, um euch dann zu sagen, ihr hättet jetzt ein Mail bekommen, schaut's doch mal nach. Also falls ihr Outlook auf iOS verwendet, überlegt euch, ob das mit eurer Firmenpolicy zusammenpasst. Genau. Genau. Das gibt's auf GitHub. Lässt sich relativ brauchbar konfigurieren. Und ich glaube, damit haben wir die Schmerzen in der Zeit geschafft. Das Ende des vierten Aktes.
Das war's. Nein. Fertig. Nein, nein, absolut, nein, ist noch nie. Jetzt haben wir es. Es gibt noch. Nämlich, das ist wirklich Magic. Das heißt, wir haben euch jetzt 2 Stunden vollgetextet mit Dingen, die man tun sollte, und das ist alles relativ mühsam und relativ aufwendig. Und das wollt ihr eigentlich haben? Ihr wollt das haben, aber ihr wollt eigentlich nicht den Aufwand haben. Es gibt was. Genau. Magic. Nette Magic. Menschen im Internet haben da was vorbereitet, und zwar eigentlich eine richtig schicke Lösung. Das Ganze nennt sich iRedMail und ist im Prinzip ein riesiges Installer-Monstrum, das Packages installiert und für euch vorkonfiguriert, wo diese ganzen coolen Dinge, die ihr gesehen habt, drinnen sind und recht brauchbar konfigurierbar sogar rausfallen. Das Ganze ist Open Source, gibt es unter Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, FreeBSD, Midjails, OpenBSD, wer mag, und hat diese ganzen CalDAV, CardDAV, Synchronisationsdinge, alles vorinstalliert drinnen. Das Schöne ist, das Ding konfiguriert euch die Pakete. Es sind die Standardpakete der jeweiligen Distribution, die dann vernünftig konfiguriert werden. Also nicht irgendwie genau. So der Docker-Container, wo eine glibc von vor 3 Jahren drinnen ist oder so, sondern... Und ein OpenSSL. Sondern wenn ihr das Betriebssystem aktuell haltet, ist auch die Software aktuell, und das Ding nimmt euch diesen Konfigurationswahnsinn ab. Genau, also damit kommt ihr in endlicher Zeit zu einem Ergebnis, das ihr dann wirklich verwenden könnt und wo das dann auch Spaß macht. Genau. So, Punktlandung. Punktlandung. Die letzte Magic. Falls ihr euch beschweren wollt, bringt Junk mit, twittert uns an. Wir sind eh noch die ganze Zeit da. Genau. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Aber Alter.